Cool, dass ihr alle da seid auf jeden Fall. Wir sind von der Platypus Affiliate Society. Die Platypus Affiliate Society organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten, also 1920er bis 30er, der neuen, 1960er bis 70er und postpolitischen, 1980er bis 90er, Linken und Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute. Platypus ist ein Projekt der Selbstkritik und der Selbstbildung mit dem Ziel einer praktischen Re- und Neuorganisation einer marxistischen Linken. Wir bei Platypus haben uns die Aufgabe gestellt, einen Beitrag zur Auflösung ideologischer Hindernisse innerhalb der Linken zu leisten. Die Linke ist tot, lang lebe die Linke, ist unser Slogan. Die Linke ist tot, also der erste Part des Slogans heißt, dass sie gescheitert ist und gefangen in einer Sackgasse, aus der sie keinen Ausweg findet. Lang lebe die Linke, das heißt, wir wollen dazu beitragen, dass sie einen Ausweg findet, durch Aufklärung über die Geschichte des Marxismus und der Linken. Beide Teile des Slogans machen Platypus aus. Würden wir unsere Aktivität einseitig auf die Verkündung des Versagens der Linken reduzieren, so würden wir unserer Aufgabe nicht gerecht. Der ganze Ballast dieser missglückten Geschichte lässt sich nicht einfach abwerfen. So entkommt man nicht dem ewigen Teufelskreis linker Praxis, die zwischen hektischer Euphorie und resignierter Niedergeschlagenheit hin und her schwankt. Deshalb besteht unsere Aufgabe darin, die Neuorganisation einer marxistischen Linken durch das Medium der gegenseitigen Kritik und Bildung anzustreben und zu ermöglichen. Platypus ist der Ansicht, dass die Fragmente der heutigen Linken einer Tradition entstammen, deren Niederlage zu einem großen Teil selbst verschuldet ist. Wir hoffen, eine Debatte innerhalb der Linken wiederzubeleben, die seit längerer Zeit verkreist und verstummt ist, um aufs Neue eine potenziell emanzipatorischen Praxis zum Leben zu verhelfen, die gegenwärtig abwesend ist. Um das zu erreichen, organisieren wir halt zum einen den Lesekreis, den gibt es immer montags und donnerstags, das sind einfach dieselben Sitzungen, montags ist es am Kalibknechthaus und donnerstags an der Uni, oder? Genau, ich glaube, der Raum ist auf Social Media zu finden, auf jeden Fall. Die erste Sitzung des Lesekreises ist aber nächste Woche Dienstag, am 17. Oktober, im Kalibknechthaus um 18 Uhr. Ich habe vorhin auch erwähnt, dass wir Journalismus betreiben, dafür haben wir die Platypus Review, da werden einfach so viele Teach-ins oder Podiumsdiskussionen abgedruckt oder auch einfach andere Texte. Die liegen überall an der Seite aus, die könnt ihr euch einfach kostenlos mitnehmen. Ansonsten haben wir noch Coffee Breaks, die sind immer jeden Freitag im Lukasbäcker am Augustusplatz. Da reden wir einfach über alles Mögliche. Manchmal schlagen wir so Themen vor, aber ihr könnt einfach alle Fragen, die ihr irgendwie über Marxismus habt, mitbringen oder einfach mit uns überquatschen über Platypus und die Linke. Ansonsten haben wir noch Filmscreenings, die sind zweiwöchentlich im Index, also im Osten und Reutnitz. Und da lesen wir einfach, schauen wir einfach so aktuelle Filme, die parallel zum Lesekreis auch dazu passen, aber manchmal schwankt das auch so ein bisschen. Also da schauen wir, glaube ich, in den KIWs noch. Trotz alledem, das war immer der Kalibknecht, oder? Genau. Den Film war Kalibknecht, kommt da auch gern vorbei. Genau. Hast du eine Frage? Ja, ich wollte kurz fragen, zu welchem Thema der aktuelle Lesekreis läuft. Genau, also wir haben, wir starten mit dem Lesekreis Was ist die Linke, was ist Marxismus? Ein bisschen auf ein paar Sachen gehen wir heute in den Vortrag auch mit ein, die dort in dem Lesekreis Bestandteil sind. Das ist unser Standard-Wintersemester-Lesekreis. Der fängt jedes Jahr von neuem an und im Sommer gehen wir dann in die Frage, was ist revolutionärer Marxismus? Genau, also wir fangen an, jetzt im Winter fangen wir an mit Rousseau, Kant, Hegel, Adam Smith, gehen dann zu Marx und dann zu Adorno. Genau. Ja, also von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid bei diesem furchtbaren Wetter und diesem irgendwie doch recht unüblichen Thema heute. Vielleicht auch, wie ist es zu diesem Teach-In gekommen? Es gab insgesamt durch Diskussionen in den Coffee Breaks, aber auch von Mitgliedern untereinander und auch Leute, die halt unsere Veranstaltungen besuchen, immer wieder diese Referenzen zur amerikanischen Revolution. Platypus hat vielleicht auch nochmal eine besondere Beziehung, weil unser Projekt, unsere Organisation in Chicago gegründet ist, vieles im Austausch mit amerikanischen Mitgliedern und auch so weltweit, da sicherlich nochmal auch eine andere Perspektive auf Geschichte, die hier in Deutschland spezifisch vielleicht auch irgendwie so ein Blindspot ist, wird bei uns, ist bei uns Gesprächsthema und wir haben einen Workshop dazu angeboten zur amerikanischen Revolution vor ein paar Wochen. Und dieses Teaching ist so ein bisschen eine Konsolidierung dessen, was wir dort auch gelesen haben und was wir uns so ein Lernprozess und so ein Stand des Lernprozesses sozusagen unserer Beschäftigung mit der amerikanischen Revolution.
Und meine Frage wäre jetzt, was euch eigentlich motiviert, dieses Teach-In anzuhören? Also was sind eure Assoziationen zur amerikanischen Revolution? Genau. Nee. Der Bürgerkrieg? Nee, weil du gesagt hast, amerikanische Revolution, es ging um. Genau, aber die amerikanische Revolution allgemein und den Bürgerkrieg. Mhm. Also so in manchen so Bewegungen, also 1776 fällt mir dazu ein, das war vor der französischen Revolution, das ist ziemlich spannend. Ja. Es müssen auch keine großen Redebeiträge sein, vielleicht sind es auch nur irgendwie so kurze Assoziationen, die euch einfallen. Ja. Ja, ich weiß noch, dass ich früher ein bisschen mich in Hannah Arendt reingelesen habe und sehe ja immer an manchen Stellen auch positive Bezüge zur französischen Revolution, aber auch der amerikanischen Revolution halt aufnimmt. Mhm. Und habe mich dann aber auch nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht wäre das ja eine Anregung. Ja. Mhm. Sonst noch irgendwie? Ja. Eine Assoziation, die ich noch habe, ist, dass Marx eher oft so ein bisschen so eine Naturnotwendigkeit oder eine Naturwüchsigkeit der Revolution herausstellt und dann sagt, dass das Sklavensystem in Amerika halt untergehen musste. Und also soviel ich weiß, dass in der marxistischen Diskussion ja schon so kontrovers diskutiert wird, ob dieses Sklavensystem halt wirklich ökonomisch notwendig eigentlich untergehen musste. Genau. Also ich habe selber keine Antwort, deswegen bin ich hier. Sehr gut. Vielleicht, also ich denke, darauf können wir dann später in der Diskussion auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen. Wir würden jetzt einen Input geben von, 45 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Also bleibt bei uns. Und dann wollen wir den Raum öffnen für eine Diskussion und weiterführende Gedanken und so weiter. Genau. Ich fange mal an. Für einen Großteil der Linken innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten wird die amerikanische Revolution eigentlich eher als ein konservatives Ereignis dargestellt. Also es ist irgendwie so dargestellt als so die Verteidigung der Sklaverei, White Supremacy, so straight white men who didn't want to pay their taxes, ist so das Bild, was zu 1776 geformt wird. Und wir glauben, dass nur weil der amerikanische Traum bis heute nicht verwirklicht wurde, ist das für uns und war auch für die Marxisten kein Grund, diese Ideale nicht ernst zu nehmen. Dass die amerikanische Revolution heute nur noch von der Rechten hochgehalten wird, ist keine Entschuldigung dafür, ihren revolutionären Charakter zu ignorieren und sie verdient unserer Meinung nach bessere Verteidiger als Fox News. Und so wollen wir im Sinne von Marx heute uns auf der einen Seite mit der amerikanischen Revolution, und darauf werde ich in meinem Teil am Anfang ein bisschen eingehen, was eigentlich die Idee oder überhaupt diese amerikanische bzw. auch bürgerliche Revolution war, und dann nochmal im spezifischen Fall mit einer fortgeschrittenen Geschichte und eine anderen Problematik zur Zeit der zunehmenden Industrialisierung, wie sich die Frage dann im Bürgerkrieg eigentlich auch mal neu stellt. Genau. Dazu haben wir auch so drei Zitate. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern haben sich die Marxisten eigentlich für die amerikanische Revolution oder für Amerika interessiert. Und Marx beschreibt in einem Brief an Lincoln Amerika als the very spot where hardly a century ago the idea of one great democratic republic had first sprung up. Lenin beschreibt, in Amerika herrsche die größte Freiheit. Und Adorno sagt, dass innerhalb der Gesamtentwicklung der bürgerlichen Welt fraglos die Vereinigten Staaten ein Extrem erreicht haben. Was all diese Zitate eint, ist eigentlich, dass sie eine Zeit beleuchten, die quasi die bürgerliche Gesellschaft betrifft, vor der industriellen Revolution. Das heißt, wir wollen eigentlich diesen Spirit hinter all diesen Zitaten näher beleuchten. Und
dazu ist es erstmal wichtig, sich überhaupt ein Bild davon zu machen, was bürgerliche Gesellschaft eigentlich ist. Also was ist damit gemeint? In Amerika herrscht die größte Freiheit und die Gesamtentwicklung der bürgerlichen Welt hat fraglos in den Vereinigten Staaten ein Extrem erreicht. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff so des Bürgerlichen? Dazu muss ich weiter ausholen und wir beginnen mit der Renaissance. Seit der Renaissance im 14. und 15. Jahrhundert veränderte sich das zivilgesellschaftliche Leben. Die Moderne wurde zu einem Zeitalter der Revolution, das heißt des Umsturzes der traditionellen Zivilisation, das durch einen tiefgreifenden sozialen Wandel gekennzeichnet ist. Die traditionelle oder feudale Gesellschaft war gekennzeichnet durch Leibeigenschaft bzw. Sklaverei, eine übergesellschaftliche Ordnung durch Religion und ein Stände- oder Kastensystem. Die Geburt der Menschen beschreibt ihnen ihr Lebensschicksal vor, also der Sohn eines Königs muss König werden, der Sohn eines Bauern wird Bauer. Dazu gibt es recht treffend auch ein Zitat, wer zum Lesekreis kommen möchte. Damit hättet ihr schon mal einen Teil der Leseliste abgearbeitet, also ihr seid bestens vorbereitet, am Dienstag teilzunehmen. Und zwar schreibt Louis Menon: In pre-modern societies, the ends of life are given at the beginning of life. People do things in their generation so that the same things will continue to be done in the next generation. Meaning is immanent in all the ordinary customs and practices of existence, since these are inherited from the past and are therefore worth reproducing. The idea is to make the world not go forward, only around. In modern societies, the ends of life are not given at the beginning of life. They are thought to be created or discovered. The reproduction of the customs and practices of the group is no longer the chief purpose of existence. The idea is not to repeat, but to change, to move the world forward. Die moderne Transformation vollzog sich vor allem innerhalb des dritten Standes. Genau, also was ist der dritte Stand? Wir haben den Klerus, wir haben die Aristokratie und wir haben die Bauern. So, die Bauern sind der dritte Stand. Bauern produzieren über ihre eigene Subsistenz und die Abgaben, die sie an ihre Herren zu zahlen hatten, hinaus. Dadurch kauften sich zunehmend Unfreie aus ihrer Leibeigenschaft und oder flohen von ihren Dienstherren in neu entstehende Städte im 11. Jahrhundert. In diesen Städten wandelte sich das feudale Rechtsprinzip Luft macht Leibeigen. Das war so der Kosmos, in dem sich diese Gesellschaft organisierte. Vor allem der dritte Stand gerechtfertigt wurde. Also qua Geburtsrecht Leibeigen zu sein. Das transformierte sich zu einem Rechtsprinzip, das Stadtluft macht frei hieß. Und es wurde zu einem Rechtsbrauch, dass in einer Stadt wohnender, entflohener Unfreier nach Jahr und Tag nicht mehr von seinem Dienstherrn zurückgefordert werden konnte und somit auch ein Stadtbewohner, also ein Bourgeois oder Bürger wurde. Wenn der Dienstherr aber mit 7 Zeugen beweisen konnte, und da kommt dann schon wieder irgendwie mit, also es gibt diese Tendenz der Befreiung, so die Bauern, die ihrer Leibeigenschaft entfliehen, aber gleichzeitig auch so diese so diese maßgebliche Beeinflussung nach wie vor durch diese Ketten und durch dieses feudale Ständesystem. Wenn nämlich 7 Zeugen und der Dienstherr mit 7 Zeugen beweisen konnte, dass der Leibeigene sein Eigentum sei, müsse er ihm wieder dienen. So. Das alles wird später, und das ist der große Unterschied zwischen der feudalen Gesellschaft und der späteren bürgerlichen Gesellschaft, wird aus dem Prinzip Luft macht Leibeigen, das wird umgestoßen und es wird eigentlich zu einem neuen Naturgesetz, dass der Mensch frei geboren ist. Das ist ein fundamentaler Wandel von gesellschaftlicher Existenz und gesellschaftlichem Zusammenleben. Der Begriff bürgerliche Gesellschaft beschreibt auf der einen Seite einen neuen Stadtbewohner, aber auch Zivilgesellschaft als solches. Also es sind nicht nur die Bürger, die in die Städte gehen, sondern es ist eine ganze, es ist der Wandel des gesamten dritten Standes als ein gesellschaftliches Gefüge. Der Begriff Zivilgesellschaft kommt ursprünglich aus der Antike und wird um 1500 eines neuen Inhalts überführt. Die antike Zivilgesellschaft beschrieb eine Ansammlung von Menschen, die in einer politischen Ordnung
Rechtsnorm und Sitte vereint sind. Die antike Freiheit der Mitglieder der Zivilgesellschaft, also Zorn Politikon, so wir können weitermachen, war die politische Freiheit. Jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft hatte die Pflicht, Teil der Exekutive, Legislative, Judikative zu sein und über Moral, Sitte und Religion zu entscheiden und auch zu urteilen. Am politischen Leben teilzunehmen, war die höchste Form des Lebens in der Antike. Die Renaissance, was Wiedergeburt heißt, war also die Wiedergeburt, das heißt das Überdenken all dieser alten Begriffe, von beispielsweise eben auch Zivilgesellschaft unter sich praktisch verändernden Bedingungen. Um 1400 stürzte der Feudalismus in eine existenzielle Krise. In weiten Teilen Westeuropas kollabierte die Leibeigenschaft. Die fundamentale Säule der Organisation der traditionellen Gesellschaft war um 1500 Teil der Vergangenheit. Also der Feudalismus basierte auf Versklavung und Leibeigenschaft, unfreier Arbeit. Das alles wandelte sich. Die Revolution, die die Anhänger des dritten Standes vollzogen, war die grundlegende Umgestaltung ihrer sozialen Beziehung durch einen zunehmenden Austausch freier Arbeit. Diese wurde die Grundlage der Herausbildung eines neuen sozialen Verhältnisses. Auch aus dem Land kamen immer mehr Bauern in die Städte, um Anstellung zu finden und an dem neuen kulturellen Leben teilzunehmen. Die traditionelle Agrarzivilisation gerät zunehmend ins Wanken. Und die Ausbreitung des Handels bewirkte bald eine zunehmende Arbeitsteilung. Produkte, die ein einzelnes Individuum nicht imstande war, selbst zu produzieren, wurden dann zur Basis der Produktion selbst und konnten den allgemeinen Wohlstand anheben. Der dritte Stand bahnte den Weg zur Idee einer sich selbst regulierenden Gesellschaft. Und später wird diese Idee, also diese Tendenz, von den utopischen Sozialisten mit aufgegriffen, die das dann auf die Spitze treiben und die Losung, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, radikalisieren. Die neue moderne Freiheit, die mit der Entstehung des neuen Bürgertums losgetreten wurde, war die Freiheit des Genusses, des Handels und der Selbstentfaltung. Und wenn ihr euch nochmal ein paar Minuten zurückerinnert, dieses Louis Menand-Zitat, so es ist das Werden. Die Freiheit liegt jetzt im Werden, an der Selbstentfaltung, an der Unbestimmtheit, an dem Wandel. Genau, und es ist auch gleichzeitig, wird eine Trennung des sozialen und politischen Lebens vollzogen, was als fortschrittliches Mittel dem Zwecke der Veränderbarkeit und Perfektibilität in und durch Gesellschaft dienen sollte, damit ihre Mitglieder geistig und handwerklich aufstrebende Individuen innerhalb der Grenzen des gesellschaftlichen Körpers werden können. Darauf gehe ich später nochmal mehr ein. Bürgerliche Gesellschaft bedeutet nicht nur die Gesellschaft der Bourgeoisie, na, so wird das ja ganz gerne mal vulgarisiert, sondern es ist die Gesellschaft der bürgerlichen Epoche. Also es ist die Entfaltung dieser neuen Freiheit der bürgerlichen Epoche. Das traditionelle Recht des Stärkeren, das Recht des Eroberers und die Tugend des Krieges wurden durch freien Austausch von Arbeit und den Geist des Handels, wie Kant es nennt, zunehmend verdrängt, weil sie weniger lukrativ waren. Und diese soziale Umwälzung war eine, die sich innerhalb der feudalen Despotie und eines religiösen Kosmos ausbreitete. Also der Gedanke, ja, der Veränderbarkeit des Seins und so weiter, der Freiheit und Gleichheit war bereits in der gesellschaftlichen Praxis angelegt. Also auch diese Ideen kommen nicht von ungefähr, sondern sie sind bereits in der sich verändernden Praxis von dem dritten Stand enthalten. Die Philosophie der Aufklärung, also die sozusagen diese neue Praxis bewusst macht, beginnend mit Locke, Rousseau, Kant, Adam Smith und Hegel, das ist die Philosophie der Revolte des dritten Standes, also ein Ausdruck der Selbstbewusstwerdung der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist die universelle Idee, dass die menschlichen Möglichkeiten vielfältig und unendlich sind, die dafür sorgt, dass sich die Welt vorwärts bewegt und nicht nur im Kreis, wie wir das vorhin in dem Zitat hatten.
Die Geschichte als solche wurde erstmals als universelle Geschichte der Selbsttransformation und des Selbstbewusstseins der Freiheit formuliert. Und eines der großen Meilensteine im Aufstreben der bürgerlichen Gesellschaft war das Zeitalter der Entdeckungstouren, in der eben auch nicht nur die feudale Despotie exportiert wurde, also die Feudalherren haben eben so Entdecker losgeschickt, um fremde Länder auszubeuten, aber gleichzeitig war das eben auch der Export dieses neuen Verhältnisses. Und so, genau, eben auch dieser neuen Beziehungen. Die sehr späte Entdeckung Nordamerikas war die größte Auswärtsbewegung der weiterentwickelten bürgerlichen Welt und sollte einen Neuanfang in der Geschichte einer freien, arbeitenden Bevölkerung markieren, die Handel und Gewerbe verbreitete und die Arbeitsteilung vertiefte. Christopher Columbus, heute ist übrigens Columbus Day, war ein klassisches Beispiel für die Verkörperung dieser neuen Welt als Intellektueller mit Unternehmergeist. Dennoch entdeckte Columbus nicht aus dem obskuren Drang eines Genies heraus die neue Welt, sondern weil er den kürzesten Weg zu den sagenhaften Schätzen der alten Kultur Indiens suchte. Also im Verfolgen seines Eigeninteresses reiht er sich weniger subjektiv, aber dann im Verlauf der Geschichte objektiv in die Geschichte der Freiheit ein. Und Engels adressiert an die in einer Rede an die Arbeiter zur der Entdeckung Amerikas. Citizens, when Christopher Columbus discovered America 350 years ago, he certainly did not think that not only would the then existing society in Europe, together with its institutions, be done away with through his discovery, but that the foundation would be laid for the complete liberation of all nations. And yet it becomes more and more clear that this is indeed the case. Das schreibt er 1847 und für Engels reiht sich also die Entdeckung Amerikas hier schon in den Kampf um den Sozialismus ein. Durch die Entdeckung Amerikas wurde ein neuer Seeweg nach Ostindien gefunden, wodurch der europäische Handelsverkehr der damaligen Zeit völlig umgestaltet wurde. Der italienische und deutsche Handel wurde ruiniert und kam in die Hände der westlichen Länder. England trat an die Spitze dieser Entwicklung und der Handel wurde insgesamt mehr und gleichzeitig rückte die ganze Welt viel enger zusammen. Also das, was entstand, war der sogenannte Weltmarkt. Für Engels ist die Kolonisierung Amerikas insofern progressiv, als dass die enormen Schätze, die die Europäer aus Amerika mitbrachten, und die Gewinne, die der Handel im Allgemeinen einbrachte, den Ruin der alten Aristokratie zur Folge hatten und dem Bürgertum zu seiner Entstehung verhalfen. Genau. All diese Prozesse veränderten die Art und Weise, wie der Mensch sich als Teil dieser neuen Welt verstand. Die traditionelle Art zu denken und zu leben wurde zunehmend unplausibler. Also es entsteht wirklich ein ganz neuer Kosmos. Diese sich durchsetzende neue Art zu leben hinterfragt die Bedeutung ihres Bewusstseins, ihrer Subjektivität, der Verhältnisse des Menschen zu sich selbst, zu anderen und das vor allem dann im Gesellschaftsvertrag und zur Natur, also mit der Loslösung der wissenschaftlichen Revolution auch. Es entstand eine neue Form der Debattenkultur und des Ideenaustausches. Es wurde hinderlich und schädlich oder zumindest als hinderlich und schädlich verstanden, wenn die Gesellschaft neue oder andere Ideen, wie absurd sie auch waren, wenn der Gesellschaft diese Ideen vorenthalten wurden. Die Idee im Gesellschaftsvertrag, wie er mit Hobbes, über Locke und schließlich mit Rousseau formuliert wurde, war die Idee, dass der Mensch von Natur aus sozial, also gesellschaftlich sei und Freiheit und Gleichheit nur in und durch Gesellschaft selbst entfalten und verteidigen kann. Dafür brauche es nach Hobbes noch einen absoluten Monarchen, während Rousseau auf die Selbstregulierung der Gesellschaft hinweist, in der die Gesellschaft ihre eigenen Repräsentanten wählt und Institutionen einrichtet, in denen die Kontrolle vom Machtmissbrauch gesichert ist. Die Regierung bzw. der Staat ist nach Rousseau dem gesellschaftlichen Körper untergeordnet und mit Thomas Paine gesprochen ein notwendiges Übel, das nach Adam Smith administrative Funktionen ausüben muss, um die gesellschaftliche Transformation und Arbeitsteilung, also die Entfaltung gesellschaftlicher Freiheit und dergleichen, zu unterstützen.
Und so hatte die Gesellschaft das Recht, ihre Vertretung abzusetzen, wenn sie nicht mehr adäquat, wenn sie sich nicht mehr adäquat repräsentiert sah. Die politische Freiheit ist zwar unentbehrlich und generiert die zivilen Freiheiten, aber sie ist nur ein Mittel. Und das ist diese Trennung des Sozialen und des Politischen. Nach dem siebenjährigen Krieg Englands gegen Frankreich entstand eine finanzielle Krise im britischen Königreich und die Kolonien sollten durch Steuererhöhungen, Anheben der Zölle, extreme Ausweitung der Bürokratie und des Militärs dazu beitragen, all diese Staatsdefizite auszugleichen. Und die neu eingeführten Reformen standen eben wirklich in keinem Verhältnis zu der Kolonie in Nordamerika. Und es entstand halt eine allgemeine Unzufriedenheit. So, die Kolonie fühlte sich nicht mehr von der Regierung in England vertreten und wollte ja, aber ihre Transformationsfähigkeit, so diese Vorstellung der sich ausbreitenden Freiheit und der Selbstentfaltung, stand dafür ein, und zwar gegen das englische Imperium. Die koloniale Widerstandsbewegung war zu Beginn noch eine eher reformistische und wurde dann durch so eine radikale Bewusstwerdung der Gesellschaft über sich selbst eigentlich zu einem Unabhängigkeitskrieg. Also das war nicht von Anfang an so, sondern es waren eben auch eine praktische und theoretische Bewusstwerdung. Und die Schrift von Thomas Paine, Common Sense, der eben auch so ein Freund von Thomas Jefferson war und auch an der Französischen Revolution teilnahm, das wurde das Manifest des Unabhängigkeitskrieges. Und auch die amerikanische Revolution war eines der Ergebnisse einer globalen Krise im britischen Imperium. Also wichtig zu verstehen, nicht nur die amerikanische Revolution 1776 ist ein Teil der Revolution. Genauso wie der Bürgerkrieg auch im 19. Jahrhundert ein Teil einer größeren internationalen Krise ist. Also all diese Revolutionen sind keine nationalen Revolutionen und sollten auch als solche nicht verstanden werden. Deshalb hole ich auch so weit aus und erzähle diese ganze Geschichte menschlicher Freiheit, weil es wichtig ist zu verstehen, dass das nur Ausdrücke eines viel größeren Prozesses sind, der sich dort politisch entlädt. Und das Interessante aber an 1776 ist, dass die amerikanische Revolution sozusagen ein Ausdruck einer globalen Krise, die sich vor allem im britischen Imperium manifestiert, aber das britische Imperium selbst ist das Empire of Liberty. Also es ist das, was die Aufklärung des 17. Jahrhunderts so mühsam hervorgebracht hat, und die amerikanische Revolution richtet jetzt so historisch zu einem späteren Zeitpunkt über die bürgerliche Revolution der Vergangenheit und versucht, diese sozusagen über sich selbst hinauszutreiben. Und Thomas Paine beschreibt es als, the cause of America is in a great measure the cause of all mankind. Many circumstances have and will arise, which are not local but universal, and through which the principles of all lovers of mankind are affected, and in the event of which their affections are interested. Also die amerikanische Revolution, nochmal zur Rekapitulation, war ein welterschütterndes Ereignis, das die alte Ordnung in Frage stellte und letztlich 1776 mit der ersten amerikanischen Revolution auch politisch zerschlug. Dabei handelt es sich nicht, wie gesagt, um eine nationale Revolution, sondern eben diese weltweit sich ausbreitende soziale, bürgerliche Revolution, die sich eben auf dem amerikanischen Kontinent konsolidierte. Das heißt, Amerika, also unser Mitglied und Historiker James Vaughan, der sehr berühmt auch zu diesem Feld forscht und schreibt, hat es mal so ausgedrückt, dass Amerika kein Land ist, das eine Revolution hatte, sondern eine Revolution, die ein Land hatte. Der Hauptteil ist diese globale, sich entfaltende neue Welt eigentlich. Genau, und insofern sollte Amerika auch nicht missverstanden werden als eine Ansammlung von Nationalstaaten, sondern die Institutionalisierung einer zu sich selbst kommenden Idee seit der Renaissance. Und niedergeschrieben wurde das in der Bill of Rights und in der amerikanischen Verfassung.
eine Änderung, also ich habe gesagt, dass die amerikanische Revolution eigentlich eine Aktualisierung auch so des 17. Jahrhunderts ist. Und das Spannende ist, dass die, dass in der Verfassung, in der englischen, das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum durch so eine Locke'sche Formel, also noch von John Locke inspiriert ist. Und Jefferson geht darüber hinaus mit der Aktualisierung von Rousseau, der nach Locke kommt, und verändert die Komponente des Eigentums, die Kategorie des Eigentums in das Streben nach Glück. Und sieht eigentlich, dass das Eigentum selbst nur ein Mittel ist für ein höheres Ziel, nämlich das, das wonach Gesellschaft strebt, nämlich diese unendliche Möglichkeit des Werdens. Und insofern, genau, die Bill of Rights auch sehr fundamental wichtig, ne? Freedom of Religion, ganz groß, Religion wird zur Privatsache, Redefreiheit, wir haben auch das Recht, the right to bear arms, interessant, wenn man sich so amerikanische Proteste anschaut, gerade auch irgendwie so von den Republicans, die dann mit ihren Waffen zu diesen Protesten kommen, das kommt genau aus dieser Tradition mit dem Recht auf Selbstverteidigung, was sie versuchen dort zu markieren, auf der einen Seite, um ihren Unmut gegen die Regierung auszudrücken, auf der anderen Seite aber auch, und das ist das Recht auf Selbstverteidigung, individuelles Recht auf Selbstverteidigung, was sich in diesem Right to Bear Arms ausdrückt. Dann the rights in criminal cases, so Verbrecher haben und Verurteilte haben auch Rechte, das ist auch neu. Es gilt die Unschuldsvermutung und es kann niemand mehrfach wegen der gleichen Strafen bestraft werden. Solche Sachen sind, das ist alles so, diese Rechte sind bereits angelegt in dieser sich entfaltenden sozialen Revolution. So, warum war das jetzt alles so wichtig für den Marxismus? Kann man sich ja fragen. Nach 20 Minuten Rede über ein Thema, was ihr nicht erwartet habt. Also erst die Freiheit dieser Moderne bildet eigentlich die Grundlage für das Entstehen der Ideen des utopischen Sozialismus oder überhaupt des Sozialismus. Das heißt, der Sozialismus ist selbst ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. Und doch für Marx mehr als das. Für Marx kann Gesellschaft nur gerettet werden, indem sie sich verändert. Aber die Art der Veränderung, die historisch notwendig wäre, bekommt mit der industriellen Revolution eine neue Dimension für ihn. Das heißt, die Ausweitung der Arbeitsteilung, also freier Arbeit, was die Grundlage all dieser Veränderungen war, wird das alles produziert mit der industriellen Revolution, die Maschine. Und die Maschine gibt dem Ganzen nochmal so einen zusätzlichen Twist, in dem die Maschine eigentlich vergangene, tote Arbeit verkörpert, die dann in den Wettkampf mit lebendiger Arbeit tritt und gleichzeitig dieser Wettkampf oder dieser Wettbewerb zwischen Arbeit gegen Arbeit für Marx den Kapitalismus als einen Selbstwiderspruch dieser bürgerlichen Gesellschaft ausmacht. Das heißt, wenn die bürgerliche Gesellschaft die Geburt der Utopie war, dann war es die industrielle Revolution, in der diese Utopie ihre materielle Basis fand und damit nicht nur wünschenswert, sondern für Marx möglich wurde. An dem Punkt erklärt Marx die vom deutschen Idealismus aufgezeichnete Geschichte der Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft zur Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zur Freiheit, in der der Mensch erstmals als ein bewusster historischer Agent tätig werden konnte und sollte. Und dann habe ich hier noch drei weitere Zitate. Das eine ist wieder Louis Menon, der Marx beschreibt, Marx und Engels als, so, sie haben der Moderne eigentlich erst eine Bedeutung gegeben, weil man könnte sich natürlich vom Standpunkt der industriellen Revolution aus fragen, wozu die ganze Scheiße, wenn wir hier im Elend und im Dreck landen. Und Marx und Engels als so die Philosophen der zweiten Aufklärung. Die wiederum über die erste hinausgeht. Und Engels schreibt, dass eigentlich mit der Entdeckung Amerikas jetzt klar wird, dass die gesamte Gesellschaft in diese zwei Klassen geteilt ist. Also es ist wieder von 1847, also wieder zu einem späteren Zeitpunkt. Und dass mit der Entdeckung Amerikas eigentlich die Freiheit überhaupt erst
erreicht werden konnte, nicht wie sie es dachte, sondern jetzt auf einer historisch spezifisch anderen, in einer anderen Situation. Und Lenin, der die amerikanischen Arbeiter eigentlich daran erinnert, aus welcher revolutionären Tradition sie kommen. Und das ist eben sowohl die Revolution 1776 als auch der Civil War im 19. Jahrhundert war, an dem das Projekt der Marxisten anknüpft. Genau, und jetzt kommen wir zum Civil War. Genau. Jetzt zum amerikanischen Bürgerkrieg, also Civil War. Und um die Entstehung des amerikanischen Bürgerkriegs nachvollziehen zu können, ist es aufschlussreich, sich die Vereinigten Staaten in den Jahrzehnten vor Ausbruch des Krieges anzuschauen. Also die USA hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beispiellose Zuwachsraten in den Bereichen der Bevölkerung, Gebiet, also Territorium und Wirtschaft zu verzeichnen. Nämlich hat sich die Bevölkerung gleich zweimal verdoppelt, der Lebensraum hat sich durch die Süd- und Westerweiterung vervierfacht und das Bruttosozialprodukt stieg um das Siebenfache. In der Geschichte hat kein anderes Land jemals ein derartiges Wachstum verzeichnen können. Dieser Aufstieg hatte jedoch auch seine Schattenseiten. Die westliche Expansion erfolgte auf Kosten der indigenen Bevölkerung und Schwarzen, also das war so ungefähr ein siebter Teil der Bevölkerung, die halt kaum bis gar nicht von dem Erfolg profitierten, obwohl sie halt einen erheblichen Beitrag dazu leisteten. Die dominierende Position der USA auf dem Weltmarkt durch die Baumwollproduktion im Süden beschleunigte zwar die industrielle Revolution in England, band aber gleichzeitig schwarze Menschen fester denn je ins Joch der Sklaverei. Gleichzeitig erlebten die Vereinigten Staaten das sogenannte Second Great Awakening, also so eine protestantische Erneuerungsbewegung im Norden, unter die ganz viele kulturelle und moralische Reformen fallen, darunter auch so die Abolitionistenbewegung. Und diese Bewegung basierte auf der puritanischen Vorstellung von kollektiver Verantwortung, die die calvinistische Prädestinationslehre ablöste und betonte, dass vor Gott alle Menschen gleich seien. Was zur Schlussfolgerung führte, dass die Abschaffung der Sklaverei die schwerwiegendste aller Sünden sei, die es zu überwinden gelte. Aber jetzt nicht so allein nur auf diesem religiösen Aspekt hinaus, sondern Sklaverei ist nicht nur eine Sünde, sondern auch ein Verbrechen. Also es sollte auch geahndet werden. Das Second Great Awakening markierte zweifellos den Ursprung zahlreicher sozialer Bewegungen, wie halt der Abolitionistenbewegung, wie ich vorhin schon meinte. Dennoch sollte halt nicht daran gedacht werden, dass es nur auf das Second Great Awakening zurückgeht, sondern der Wunsch nach Abschaffung der Sklaverei begründen auf diesen ganzen Idealen der Zeit, wie auch Lisa vorhin schon so ein bisschen betont hat. Darunter auch den Idealen der Gründerväter. Die Founding Fathers, also diese Gründerväter der Vereinigten Staaten, sprachen sich bereits in ihrer Unabhängigkeitserklärung dafür aus, dass alle Menschen als gleich erschaffen gelten sollten. Obwohl es unter ihnen viele gab, die Sklaven besaßen, bekundeten sie dennoch ihre grundlegende Ablehnung der Sklaverei, die diese vorübergehend nur tolerierten. In den Worten von Abraham Lincoln, also dem 16. Präsident und dem ersten Präsidenten der Republikanischen Partei, der die Nordstaaten auch durch den Sezessions-Bürgerkrieg führten, hat die Haltung der Founding Fathers zur Sklaverei folglich beschrieben. So ist die Angelegenheit in der Verfassung versteckt, genau wie ein Leidender eine Schwiele oder ein Krebsgeschwür versteckt, das er nicht sofort herausschneiden wagt aus Angst, er könne daran verbluten, aber dennoch mit dem Versprechen, dass die Operation zu gegebener Zeit in Angriff genommen wird. Also der erste Schritt bestand erstmal darin, die Ausbreitung dieses sogenannten Krebsgeschwürs zu verhindern, obwohl der Sklaverei-Paragraph in diesem Original Rough Draft der Declaration of Independence, also in der ersten Vorlage der Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson, auch einem Gründervater, der dritte Präsident und hauptsächlich Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, aus politischen Gründen dann gestrichen wurde, um die Gründung einer Union mit den sklavenhaltenden Staaten zu ermöglichen. Also die Gründerväter waren stets davon überzeugt, dass sich so Sklaverei so von selbst abschaffen würde, dass man den Paragraph theoretisch gar nicht bräuchte. Genau, der Geist der Weltgeschichte würde sich in Richtung Freiheit richten und die sogenannte Peculiar Institution überwinden. Auch politische Ökonomen wie Adam Smith vertraten die Meinung, freie Arbeit sei effizienter als Sklavenarbeit und würde diese dementsprechend mit der Zeit ablösen. Der freie Arbeiter sei durch die Angst vor Armut und dem Wunsch nach Verbesserung der Lage motiviert. Ein Sklave jedoch könne kein anderes Interesse haben, als so viel zu essen und so wenig zu arbeiten wie möglich. Wie konnte der Süden dann dennoch an Sklaverei festhalten? Marx schreibt in den Grundrissen, in dem Sklaven wird das Produktionsinstrument direkt geraubt. Dann aber muss die Produktion des Landes, für das er geraubt wird, so gegliedert sein, um Sklavenarbeit zuzulassen. Oder es muss eine dem Sklaven entsprechende Produktionsweise geschaffen werden. Trotz ihrer rückständigen und ineffizienten Natur erwies sich die Sklaverei mit zunehmender Industrialisierung in Europa als produktives Mittel, um den Bedarf zu decken.
Die Plantagenwirtschaft im Süden ermöglichte die Massenproduktion von Agrarzeugnissen, insbesondere halt Baumwolle. Eben jene Baumwollproduktion im Süden hatte eine immense Bedeutung für die globale Wirtschaft. Die südliche Baumwolle deckte rund 3/4 des ganzen Weltbedarfs und war somit von großer internationaler Bedeutung. Das verlieh dem Süden eine beträchtliche politische und wirtschaftliche Macht, die es schwer machte, die Sklaverei aufzugeben. Marx sagt selber mal, ich glaube in so einer journalistischen Ausgabe von seiner Zeitschrift, dass dieses Baumwollmonopol des Südens kein natürliches, sondern geschichtliches sei. Also die Entwicklung der Sklaverei im Süden der Vereinigten Staaten ging eher mit dem Aufstieg des englischen Baumwollmonopols in der Baumwollindustrie einher. Die ist halt kurz danach entstanden, nachdem diese Baumwollentkörnungsmaschine 1793 entstanden ist, also dieser Cotton Gin nennt man den. Und der hat halt quasi so einen extremen Bedarf geschaffen für die Baumwolle, dass der Süden halt umso mehr Baumwolle in die Staaten nach England liefern musste. Und obwohl England betont hatte, wie sehr es sich für die Überwindung der Sklaverei in seinen Kolonien einsetzte und vermeintlich große Opfer dafür erbrachte, zwang es den Süden dazu, die Sklaverei fortzusetzen, um den eigenen Bedarf der florierenden Baumwollindustrie zu decken. Also, klar ist, die Frage der Sklaverei hätte unweigerlich zu Machtkonfrontationen zwischen Nord- und Südstaaten geführt. Was diese Angelegenheit ebenso brisant machte, war die stetige Expansion der Staaten in neue Gebiete, also die Ausweitung dieses Krebsgeschwörs, wie Lincoln es nannte. Und bereits im Jahr 1777 schritt Vermont, also das ist so ein Staat im Norden von Amerika, in den New England States, schritt als Vorreiter voran und verbot als erster Bundesstaat der Union die Sklaverei. Daraufhin folgten direkt auch so weitere New England States. Man versuchte den sich anbahnenden Konflikt im Interesse der Einheit mit Hilfe von Zugeständnissen des Nordens zu lösen. Dabei hatte man die Krise aber nun weiter aufgeschoben. Ab 1854 hat die Situation mit der Gründung der Republikanischen Partei sich weiter extrem angespannt. Die Partei ging 1854 aus dem liberalen Whig Party hervor und nahm dabei auch viele Mitglieder der Free Soil Party und der Liberty Party auf, also es war so eine abolitionistische Partei. Und damit war die Republikanische Partei die erste abolitionistische Partei mit so großer Relevanz und war auch direkt mit dem Ziel begründet worden, die Sklaverei in den Vereinigten Staaten einzuschränken oder ganz abzuschaffen. Also das ist dieselbe Republikanische Partei, die wir heute kennen auch. Und gleichzeitig nicht. Ja, okay. Ja, gut. Obwohl Abraham Lincoln als Präsidentschaftskandidat der Republicans erklärte, nicht direkt oder indirekt gegen die Institution der Sklaverei in den Staaten vorgehen zu wollen, traten nach seinem Wahlsieg 6 Südstaaten aus der Union aus und gründeten die Konföderation. Weitere sklavenhaltende Staaten folgten. Der Süden schätzte die Verfassung des Nordens als nicht mehr adäquat ein und sah sich dazu gezwungen, die Union zu verlassen, um eben eine eigene Verfassung zu formulieren, die die Souveränität der Einzelstaaten sicherte und dem Bürgerkrieg der Sklaverei als natural normal condition, wie es halt Alexander Stevens, der Vizepräsident der Konföderierten, in der Cornerstone-Speech formuliert. Genau, ich muss kurz mal nehmen, dass die mir nicht geladen ist. Ja, könnt ihr dort hinten? Ich glaube, hier vorne geht es nicht auf, aber dort. Ihr müsst ganz umdrehen quasi. Und dann könnt ihr es nicht. Jo. Danke dir. Genau. Der amerikanische Bürgerkrieg selbst begann dann mit dem Angriff auf das Fort Sumter von Seiten der Südstaaten in Charleston, South Carolina, am 12. April 1861. Die konföderierten Staaten des Südens forderten eine Räumung des Forts. Als die Unionstruppen dies ablehnten, begannen die Konföderierten mit einem Bombardement des Forts, was den Kriegsbeginn einer der blutigsten und verheerendsten Phasen in der Geschichte der Vereinigten Staaten markierte. Obwohl die Frage der Sklaverei ursprünglich nicht der Hauptauslöser für den Bürgerkrieg war, wurde sie im Verlauf des Konflikts zu einem zentralen und bestimmenden Thema. Der Bürgerkrieg entwickelte sich zunehmend zu einem Kampf darüber, ob die Sklaverei in den neuen Territorien westlich des Mississippi-Flusses ausgeweitet werden sollte und ob sie letztendlich ganz abgeschafft werden sollte. So wird auch, wenn nicht von Anfang an beabsichtigt, unter dem Druck der Abolitionisten die Sklavereifrage immer bedeutender im Verlauf des Krieges. Frederick Douglass, also das war ehemaliger Sklave, der fliehen konnte und später dann Anführer dieser abolitionistischen Bewegung war, gilt so bis heute als einer der einflussreichsten Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts und ist auch viel durch die USA gereist und hat so Reden gehalten und Schriften verfasst. Und er hat in einem Brief an Lincoln geschrieben, die Sklavenhalter zu bekämpfen, ohne die Sklaverei zu bekämpfen, ist eine halbherzige Sache, die den Mut der Beteiligten lähmt. Dem Feuer muss man mit Wasser begegnen. Dem Krieg zur Vernichtung der Freiheit muss man mit dem Krieg zur Vernichtung der Sklaverei begegnen. Genau. Auch wenn Lincoln zu Beginn alles versuchte, damit der Krieg nicht zu einem revolutionären Kampf ausartete, beschloss er dennoch, innerhalb eines Jahres die Sklavenbefreiung in den Konföderierten Staaten zur Kriegslosung zu erheben.
für die Geburt einer neuen Freiheit mit dem Ziel, die Verfassung der Gründerväter unter der die Vereinigten Staaten zum größten Sklavenhalterland der Welt geworden waren, umzuwandeln in die Freiheitscharta einer Republik, in der es wie bei den Nordstaaten im Text der Bürgerkriegshymne heißt, kein Mensch mehr Sklave sein wird. Die Abolitionisten und manche Republikaner sahen im Bürgerkrieg die Vollendung einer ruhmreichen zweiten amerikanischen Revolution. Jedoch bricht Lincoln mit Jeffersons revolutionärer Tradition, nach welcher der soziale Prozess die Sklaverei von selbst abschafft. Also das war so ein bisschen dieser Point, den Lisa vorhin ausgeführt hat. Also Sklaverei ist so ein gesellschaftliches Problem und die Gesellschaft sollte das eigentlich von selbst auch lösen in diesem Wandel. Aber Lincoln bricht halt damit und macht aus dieser sozialen Frage eine politische, indem er das quasi per Gesetz verbieten will. Die Kritik, Lincoln stärkt die Macht der Bundesregierung und zielt für eine soziale Veränderung eine politische Entscheidung bei. Die Kritik richtet sich an die Abschaffung der Institution von oben und der daraufhin Extremstärkung des Staates seit 1860. Marx sagt über Lincoln: Lincolns Figur ist sui generis, von eigener Art in den Annalen der Geschichte. Keine Initiative, keine idealistische Schwungkraft, kein Kulturen, keine historische Draperie. Er tut das Bedeutendste in möglichst unbedeutendster Form. Lincoln ist nicht die Ausgeburt einer Volksrevolution. Das gewöhnliche Spiel des allgemeinen Stimmrechts, unbewusst der großen Geschicke, über die es zu entscheiden, warf ihn an die Spitze einem Plebejer, der sich vom Steinklopfer bis zum Senator in Illinois hinaufgearbeitet, ohne intellektuellen Glanz, ohne besondere Größe des Charakters und ohne ausnahmsweise Bedeutung eine Durchschnittsatur von gutem Willen. Niemals hat die neue Welt einen größeren Sieg errungen als in dem Beweis, dass mit ihrer politischen und sozialen Organisation Durchschnittsnaturen von gutem Willen hinreichen, um das zu tun, wozu es in der alten Welt der Heroen bedürfen würde. Abraham Lincoln war eben halt kein revolutionärer Kämpfer und kein Großidealist. Als direkter Nachfolger von den Whigs beeinflusst, vertrat er eher so eine wirtschaftlich-liberale Meinung und auch diesen Begriff von Lohnsklaven lehnt er als Widerspruch ab und glaubt an ein System freier Arbeit, das für alle Türen öffnete und Hoffnung und Energie und Fortschritt für jeden brachte. Er war ebenso bekannt als Vertreter der Idee des American Dreams, weil er selber halt, wie Marx auch sagt, so als von sich zum Arbeiter hochgearbeitet hat, dann zum Präsidenten sogar. Als Lincoln dann 1864 das zweite Mal gewählt wird, gratuliert ihm Marx im Namen der Internationalen Arbeiterassoziation zur Wiederwahl. Und die Frage, die wir uns halt stellen, warum gratuliert Marx ihm und wieso sieht er im amerikanischen Bürgerkrieg die Sturmglocke für die proletarischen Revolutionen Europas, wie er es im Vorwort des Kapitals schreibt. Schon in den 1830er Jahren gründeten qualifizierte Arbeiter die ersten Gewerkschaften und Arbeiterparteien in den USA, die beträchtlichen Einfluss erlangten. Abgeschwächt durch die liberale Jacksonsche Wirtschaftspolitik, also Andrew Jackson ist der 7. Präsident der Vereinigten Staaten und Mitbegründer der Demokratischen Partei, und der ist so bekannt, als dass er so die Krise des aufsteigenden Kapitalismus reguliert hätte, indem er halt den Staat gestärkt hat und das Bankensystem kontrolliert hat. Und da gibt es so Bilder davon, wie er so mit dem Schwert mehrköpfige Schlangen bekämpft, die halt so das Finanzkapital darstellen. Und deshalb wird ihm auch so eine proto-bonapartistische Rolle zugeschrieben. Und dadurch gipfelt das Arbeiterelend zur Zeit des amerikanischen Kriegs in New York zu den heftigsten Aufständen der Geschichte Amerikas. Doch es war nicht so sehr das Lohnniveau, als vielmehr das Konzept an sich, das diese Proteste schürte. Lohnarbeit bedeutete eine Form der Abhängigkeit, die gegen die republikanischen Prinzipien, auf denen das Land begründet war, zu verstoßen schien. Kernstück der republikanischen Verfassung war das Streben nach Freiheit, ein kostbares, aber auch heikles bürgerliches Recht, das ständig durch korrupte Machtmanipulation bedroht wurde. Kapitalismus und republikanische Staatsformen seien unvereinbar, so betonen sie. Die kapitalistische Produktionsweise stehe im Widerspruch mit den bürgerlichen Prinzipien der Rechtschaffenheit, des Gemeinwohls und der Gleichheit. Lohnabhängigkeit beraube den Menschen seiner Unabhängigkeit und damit seiner Freiheit. Lohnarbeit sei nicht besser als Sklavenarbeit, also folglich Lohnsklaverei. Marx schreibt selber auch im Kapital: An die Stelle der Peitsche des Sklaventreibers tritt das Strafbuch des Aufsehers. Während des Bürgerkriegs gab es eine bemerkenswerte Zunahme politischer Agitation und Streiks, die zur Gründung einer neuen Gewerkschaft und Gründung neuer Gewerkschaften und Arbeiterzeitungen führten. Im Jahre 1866 wurde die National Labor Union ins Leben gerufen und vor dem Börsencrash von 1873 traten mehr Industriearbeiter einer Gewerkschaft bei als jemals zuvor in der Geschichte. Dies zeugt eben von einer bedeutenden Entwicklung in der Organisierung und dem Engagement der Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit. Doch viel wichtiger ist eben halt diese internationale Bedeutung des amerikanischen Bürgerkriegs. Also hierbei schreibt Sir Charles Francis Adams, das war Sohn von John Quincy Adams und auch Enkel von John Adams, dem 6. und 2. Präsidenten der Vereinigten Staaten,
Er sagt also, dass der Konflikt des Bürgerkriegs, also der John Quincy dieser Sir Charles Francis Adams hat die Ansichten mehrerer Menschen in den Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs widerspiegelt. Er erklärte, dass während des Konflikts der große Teil des Adels und der wirtschaftlichen Elite das Ende der amerikanischen Einheit begrüßen wollten, während die mittleren und unteren Klassen Sympathien für die Union hegten. Sie sahen in den turbulenten Amerikas eine Epoche der Weltgeschichte, aus der letztendlich die allgemeine Anerkennung aller Menschen auf die Früchte ihrer Arbeit und das Streben nach Glück hervorgehen würde. Diese Unterscheidung in den Ansichten spiegelte auch die grundlegende Streitfrage des Klassenkonflikts in Großbritannien wider. Die Union stand für the rule of the people, die Gleichheit aller und die Würde aller Menschen, während die Konföderation die Vorherrschaft des Adels und privilegierter Schichten und die Institution der Sklaverei repräsentierte. Präsident Lincoln führte hinzu, dass der Krieg im Wesentlichen der Streit eines Volkes sei, im Ring darum, in der Herrschaft jene Form und jeden Inhalt politischer Herrschaft aufrechtzuerhalten, deren vornehmstes Ziel es ist, die Lage der Menschen zu heben. Für die linke Bewegung in Großbritannien wurde Amerika zum Leuchtturm der Freiheit. Die Existenz dieses freien Landes wurde als wohltätiger Einfluss auf die Freiheit Europas gefeiert. Auch der deutsche Revolutionär Marx, der zur Zeit des Sezessionskrieges in England im Exil lebte, betrachtete das Geschehen als eine revolutionäre, weltverändernde Bewegung. Für ihn ist von Anfang an klar, dass es sich beim gegenwärtigen Kampf zwischen Süd und Nord um nichts weniger als einen Kampf zwischen zwei sozialen Systemen handelt: des Systems der Sklaverei und des Systems der freien Arbeit. Marx beobachtete eine extreme Solidarität mit den englischen Arbeitern, mit den Nordstaaten und eben halt der Sklavereibewegung. In einem Gratulationsbrief, von dem ich vorhin gesprochen habe, schreibt er: Die Arbeiter Europas begriffen sofort, dass die Rebellion der Sklavenhalter die Sturmglocke zu einem allgemeinen Kreuzzug des Eigentums gegen die Arbeit läuten würde. Überall trugen sie darum geduldig die Leiden, welche die Baumwollkrise ihnen auferlegte. Widersetzten sich voll Begeisterung der Intervention zugunsten der Sklaverei, welche die höheren und gebildeten Klassen mit solchem Eifer herbeizuführen suchten, und entrichteten aus den meisten Teilen Europas ihre Blutsteuer für die gute Sache. Nämlich obwohl der amerikanische Bürgerkrieg und die damit einhergehende Seeblockade durch den Norden den Grundpfeiler der englischen Industrie bedrohte, hatten die englischen Arbeiter der Baumwollindustrie die Krise solidarisch aus. Und obwohl die englischen Zeitungen immer wieder versuchten, die öffentliche Meinung zugunsten der Südstaaten zu richten, wehrten sich die englischen Arbeiter gegen die Propaganda. Und eben obwohl eine militärische Intervention Englands in den Bürgerkrieg mehrfach öffentlich debattiert wurde, widersetzten sich die englischen Arbeiter dem Vorhaben und tagten in Meetings, bei welchen sie an alle englischen Arbeiter Englands appellierten, um ihre Stimme im nötigen Fall auch ihre Hände im Falle dieses großen Verbrechens des Intervenierens zu erheben. Solange die Arbeiter die wahren Träger der politischen Macht im Norden es erlaubten, dass die Sklaverei ihre eigene Republik besudelte, solange es dem N gegenüber, der ohne Zustimmung einen Herrn hatte, verkauft wurde, als das höchste Vorrecht des weißen Arbeiters rühmte, dass er sich selbst verkaufen und seinen Herrn wählen könne, solange waren sie unfähig, die wahre Freiheit der Arbeit zu erringen oder ihre europäischen Brüder in ihrem Befreiungskampf zu unterstützen. Dieses Hindernis des Fortschritts ist von dem Roten Meere des Bürgerkriegs hinweggeschwemmt worden. Für Marx ist eben klar, dass die Sklaverei erst abgeschafft werden muss, bevor eine Phase des proletarischen Klassenkampfes eingeleitet werden kann. Dazu schreibt er noch im Kapital: In den Vereinigten Staaten von Nordamerika blieb jede selbstständige Arbeiterbewegung gelähmt, solange die Sklaverei Teil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Aus dem Tod der Sklaverei entspross sofort ein verjüngtes Leben. Also was ganz essentiell anders ist an der Abschaffung der Sklaverei in den USA im historischen Kontext von der Abschaffung davor, ist eben, dass wir halt in einem ganz anderen Kontext sind, dass wir halt Kapitalismus haben. Und anders als im europäischen Raum, wo Sklaverei einfach irrelevant wurde, konnte sie sich an den USA weitertragen. Der Arbeiter in Europa erkennt im unfreien Sklaven der USA sich selbst wieder. Klar, kann ich versuchen. Die Überwindung der Sklaverei deutet für Marx den proletarischen Klassenkampf hin. Die Existenz der Sklaverei hinderte den Abschluss der bürgerlich-demokratischen Revolution, behindert die Entstehung des modernen Nationalstaates. Schon Rousseau beobachtete: In welchem Gesichtspunkt man deshalb auch die Dinge betrachten möge, so ist das Recht der Sklaverei immer nichtig. Nicht allein, weil es ungesetzmäßig, sondern auch, weil es sinnlos und bedeutungslos ist. Das Wort Sklave und Recht stehen im Widerspruch, sie heben sich gegenseitig auf.
Also eben diese vorhin erwähnte internationale Solidarität der englischen Arbeiter gegen die sich auftürmende globale Konterrevolution hat Marx dazu veranlasst, 1864 der in London gegründeten ersten Internationale beizutreten. Hierzu entscheidet sich Marx dafür, eine umfassende Analyse und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft für die Arbeiterbewegung zu verfassen. Nach diversen Vorarbeiten wie den Grundrissen der politischen Ökonomie oder zur Kritik der politischen Ökonomie und der Theorien über den Mehrwert schreibt Marx am 25. Juli das Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals. Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 65, die Sturmglocke der europäischen Arbeiterklasse. Im Ausdruck selbst spürt man eine neu belebte revolutionäre Begeisterung dieser 60er Jahre. Da endlich nach 15-jähriger Entmutigung und Teilnahmlosigkeit der Massen in England, Frankreich, Deutschland und Italien gleichzeitig ein Wiederaufleben der Arbeiterklasse spürbar wurde. So schreibt es zumindest Karl Korsch. Geschichtlich gleichzeitig finden in diesen 60er Jahren beide Seiten des Marxismus ihre volle Verwirklichung. Die neue selbstständige Wissenschaft der proletarischen Klasse erlangt ihre entwickelte theoretische Gestalt und in derselben Zeit entsteht quasi eine praktische Gestalt des Proletariats, die sich in der Geschichte herausbildet. Das epochenmachende Ereignis, welcher diesen neuen Abschnitt in der Praxis und Theorie der proletarischen Klassenbewegung einleitet, war eben halt jener Bürgerkrieg von 1861 bis 65. Also ganz klar konnte man herausarbeiten, dass es von den Marxisten eine extrem wichtige Rolle war und das einfach ständig wieder betont wird und die deshalb auch immer wieder darauf zurückgreifen. Und die Frage, die wir uns halt stellen, ist, welche Bedeutung hat dann eben der amerikanische Bürgerkrieg für die Linke heute? Gibt es irgendjemanden von euch, der das 1619 Project kennt? Also in den USA, das hat eher eine größere Bedeutung. Ja, also, das ist ja eigentlich das 1776, das Gründungsdatum der USA, halt das 1619 Project, sagt jetzt neben dem Ankommen des ersten Sklavens, begann die Sklavenschaft innerhalb der USA. Und da die so wichtig war in der Gründung der USA, ist dann quasi das schon als Gründungsdatum irgendwie anerkannt worden oder hat eine längere Tradition. Genau, also wie du schon gesagt hast, so das 1619, da sind quasi die ersten schwarzen Sklaven in den USA angekommen und dann wurde quasi die Entstehung der USA so darauf datiert und genau, das ist so ein journalistisches Projekt, das erstmal 2019 von den New York Times ins Leben gerufen wurde und es beschäftigt sich eben mit der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten und der anhaltenden Wirkung auf die Gesellschaft und der Politik in den USA. Genau, das Projekt zielt darauf ab, die zentrale Rolle der Sklaverei in der amerikanischen Geschichte zu betonen, dreht dabei aber die historische Lage dafür völlig auf den Kopf. Die Autorin Nicole Hannah-Jones stellt die amerikanische Revolution als einen Krieg zur Verteidigung der Sklaverei dar und begreift diese nicht als wirtschaftlich verwurzelte Form der Ausbeutung der Arbeit, sondern vielmehr als die Manifestation des weißen Rassismus. Dieser Rassismus wird als überhistorische Kraft betrachtet, die unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Veränderungen existierte. Die Annahme ist ebenso, Amerika war und ist und wird für immer rassistisch sein, sodass keinen Sinn mehr mache, gegen Rassismus zu kämpfen, der wie Armut immer bei uns sein wird. Abgesehen davon, dass ihre Analyse den Kontext und die Perspektive auf den gesamten Verlauf der Sklaverei fehlt und nicht ausreichend berücksichtigt, wird die Sklaverei, wann die Sklaverei begann und welche Einzigartigkeit sie in den USA hatte, sollte das eine Linke das eben halt besser wissen. Nach Frederick Douglass umgab die Verfassung der Sklaverei vor Frau Zampner, also Ausbruch des Bürgerkriegs, die Sklaverei mit so vielen Schutzvorkehrungen, dass sie praktisch unangreifbar schien. Bis in die 1850er Jahre gewährte der Dreifünftel-Kompromiss in Artikel 1 den Sklavenbesitzern 25 zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus und 25 zusätzliche Stimmen im Wahlkollegium. Gleichzeitig ermöglichte die im Wesentlichen in Stein gemeißelte Gleichheit im Senat, ihnen eine wachsende Antisklavereimehrheit im Norden abzuwehren und jeden Versuch, das Problem durch eine Verfassungsänderung zu lösen, zu blockieren. Artikel 4 erlangte von den nördlichen Bundesstaaten entlaufene Sklaven zurückzugeben, während er gleichzeitig sicherstellte, dass die neue Bundesregierung die Südstaaten gegen inneren Aufruhr in Form eines Sklavenaufstandes schützen würde. Zweifellos versucht Linke zunächst die Kontroverse innerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen zu halten, aber sobald der Krieg begann, hatte er bald keine andere Wahl mehr, als die Verfassung auszusetzen und zu halbrevolutionären Mitteln zu greifen. Während er im Dezember 1861 noch von radikalen und extremen Maßnahmen warnte, klang er Anfang 1865 wie ein alttestamentarischer Prophet, der schwor, dass der Kampf nicht enden würde, bis aller Reichtum, der sich in 250 Jahren unentlohnter Mühe des Sklaven angesammelt hat, versunken ist und bis jede mit der Peitsche gezogene Blutspur durch eine andere mit dem Schwert gezogene Blutspur getilgt ist.
Die Marx es 1862 ausdrückte, bis jetzt haben wir nur den ersten Akt des Bürgerkriegs erlebt, die konstitutionelle Kriegsführung. Der zweite Akt, die revolutionäre Kriegsführung, stehe vor der Tür. Seit Marx ist das Bewusstsein von Geschichte und geschichtlicher Bedingungen, die Möglichkeiten, egal wie vermeintlich oder utopisch oder obskur sie auch sein mögen, dass die Linke von der Rechten unterscheidet. Und nicht der Kampf gegen Unterdrückung, den die moderne Rechte hat ebenfalls jetzt auch für sich beansprucht. Sondern das Streben nach Freiheit beispielsweise hat durch die Linke nicht nur erheblichen Schaden erlitten, sondern ist mittlerweile auch eine Kategorie der Rechten geworden. Rechts repräsentiert nicht die Vergangenheit, sondern die Verneinung von Möglichkeiten in der Gegenwart. Wenn die USA schon immer rassistisch war oder wenn alles schon immer rassistisch war, warum sollten wir denn überhaupt glauben, dass es anders werden könnte? Diese Kritik überhaupt zu machen, ist schon ein unbewusster Beweis für den Erfolg der bürgerlichen Revolution. Die anhaltende Existenz von Unterdrückung und Ungerechtigkeit, trotz kontinuierlichem Kampf, dieses Problem anzugehen und Veränderungen zu schaffen, zeigt, dass die Linke ihr geschichtliches Bewusstsein für die Unmittelbarkeit des Kampfes gegen Unterdrückung eingetauscht hat. Lass ich mal kurz stehen. Aus historischem Bewusstsein erfolgt Handlungsfähigkeit und ein geschichtsmächtiges Subjekt. Damit ist erst die Möglichkeit einer epochalen Veränderung geschaffen. Demnach sollte eine Linke sich nicht soziologisch nach sozioökonomischen Kategorien oder durch bloße Prinzipien von Gemeinschaftlichkeit, sondern eben durch historisches Bewusstsein definieren. Die gegenwärtige Linke scheint nicht mehr in der Lage zu sein, aus Geschichte zu lernen. Wir denken, dass dies historische Gründe hat. Die Linke wiederholt stattdessen unbewusst ihre eigene gescheiterte Geschichte. Platypus existiert, um diese Wiederholung sichtbar zu machen und so indirekt auf das hinzudeuten, was fehlt. Damit hoffen wir, einen Beitrag zu leisten, damit die Linke wieder lernen kann. Können wir den Pseudokapitalismus und schlechten reaktionären Utopismus vermeiden, die beide den gegenwärtigen Tod der Linken in Theorie und Praxis begleiten und die Aufgabe, die uns von der Geschichte gegeben wird, bewahren und erfüllen. Dafür ist es dringend erforderlich, dass wir uns bewusst werden, in welcher historischen Ära wir uns befinden und den flüchtigen Moment, den wir gerade erleben, wahrnehmen. Wir sollten uns fragen, wie wir diesen gegenwärtigen Moment nutzen könnten, um ein soziales und politisches Bewusstsein im Sinne des Marxismus zu entwickeln und wie wir aktiv daran arbeiten können, es wiederzuerlangen. Genau aus diesem Grund ist es für uns wichtig, Regressionen und auch ihr Potenzial zu erkennen und die Möglichkeiten linker Theorie und Praxis, die halt eben diese Möglichkeit linker Theorie und Praxis zunichte macht. Jegliche zukünftige emanzipatorische Politik muss ein solches Bewusstsein der vorübergehenden Natur der kapitalistischen Moderne wiedererlangen, damit sich der zweite Teil unseres Slogans verwirklichen kann: Lang lebe die Linke. Sind eure Gedanken dazu? Ich zwar nicht zu erschlagend alles, aber. Du hattest vorhin ganz am Anfang gesagt, dass der Marxismus diese Naturnotwendigkeit in der Aufhebung der Sklaverei sieht und dass es eine kontroverse Debatte ist. Spannend zu sehen ist, dass der Kapitalismus, also das, was Marx dann so in den 1830er, 40er, 50ern besonders interessiert und was er sich anschaut, die industrielle Revolution gibt der Sklaverei eigentlich in Amerika nochmal so ein zweites Leben, haucht dem Ganzen nochmal ein zweites Leben ein. Und eigentlich macht das keinen Sinn. Also die Idee so der Gründungsväter und auch das, was gesellschaftliche Emanzipation bis dato gezeigt hat, war, wie irrelevant eigentlich die Sklaverei geworden ist, dass diese Institution sich quasi durch die Ausbreitung dieses neuen sozialen Verhältnisses so nichtig wird. Es wird einfach so, ne, ich hatte das gesagt, so mit der ersten Flucht des Leibeigenen von seinem Herrn in die neu gegründeten Städte. So damit beginnt eigentlich diese Idee von Freiheit und auch dieses Feudalsystem, das eben auf unfreier Arbeit fußt, das beginnt zu wanken. Zu dem Zeitpunkt noch völlig unbewusst, dass diese Bauern, die von ihren Herren wegrennen und auch die Bauern, die sich freikaufen, die Leibeigenen, die sich freikaufen, dass die Idee plötzlich zu einer Abschaffung dieser Institutionen wird, dass es plötzlich ein Verbrechen wird, dass anerkannt wird, dass der Mensch frei ist.
dass das passiert, so, das ist dieser Vernunft, glaube ich, so Hegel schaut die Geschichte an als Geschichte der Freiheit und die Erfüllung von Vernunft und wie sich Freiheit so in Geschichte eigentlich objektiv durchsetzt. Marx guckt von einem anderen fundamentalen Zeitraum, nämlich von dem Zeitpunkt der industriellen Revolution da drauf und sieht, es passiert genau das Gegenteil. Es macht gar keinen Sinn, dass die Sklaverei in Amerika plötzlich wieder so groß wird. Woher kommt das? Die Maschine in England ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Sklaverei in Amerika wieder lebt und boomt. Nur weil es so einen riesigen Absatzmarkt gibt, wird der Bedarf an inländischen Sklaven in Amerika so groß, dass die Sklaverei einfach nochmal richtig loslegt in Amerika. Und deshalb reiht sich der Kampf gegen die, also für die Abschaffung der Institution der Sklaverei in Amerika ein in den globalen Kampf für menschliche Freiheit, aber für Marx zu dem Zeitpunkt 1860 mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in einer anderen historischen Kulisse. So, die Aufgabe hat sich verändert. Wir können nicht mehr nur, wie Lincoln das versucht, irgendwie so eine konstitutionelle Revolution, wir verändern jetzt die Gesetzesgrundlage, wir schaffen das ab, sondern was sich danach zeigt, ist, dass der Sklave natürlich in das unfreie Lohnsystem, in den Kapitalismus integriert wird und insofern neue Probleme auf die Bevölkerung zukommen. Das heißt, das kann nur der Startpunkt für Marx sein, die Abschaffung der Sklaverei kann nur der Startpunkt sein für einen viel größeren Kampf mit einem völlig anderen politischen Horizont. Dieser Horizont jedoch fußt, also seine Grundlage ist trotzdem das, was so 1776 miterkämpft wurde. Es ist trotzdem auf der Grundlage der Idee von Freiheit, Gleichheit und so weiter, aber in einem neuen historischen Kontext über sich selbst hinausweisend. Gesellschaft muss gerettet und gleichzeitig verändert werden. Bürgerliche Gesellschaft muss realisiert und gleichzeitig überwunden werden. Das heißt Realisation und Elimination. Ja. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht so richtig, ob ich es so gerafft habe, aber wenn ich mich nicht täusche, ihr würdet dann schon so sagen, die amerikanische, der Bürgerkrieg wurde so notwendig, weil die bürgerliche Gesellschaft so einen gewissen Zeitgeist mit sich gebracht hat und dieser Zeitgeist auf Expansion, Drang und diese Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft sich verallgemeinern mussten. Also das, eben sagst du, sprichst ja immer von so einem Weltereignis und so. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob ich da so mitgehen würde, weil ich glaube, also mit dem auch, was du am Anfang gesagt hast, dass erstmal man, glaube ich, schon feststellen kann, dass die Sklaverei im Wissen und dann im gewissen Aspekt ökonomisch nicht irrational war. Also in dem Sinne, dass die Sklaverei halt durchaus erstmal synchron sozusagen mit der Industrialisierung Platz greifen konnte oder sich fortbestehen konnte. Und der Industrialisierung halt zusätzlich auch noch so, also die angefeuert hat. Das heißt, es ist irgendwie diese Idee, dass es ökonomisch notwendig im Untergang dieser Vorentwicklungsstufe der Sklaverei gibt, ist erstmal zweifelhaft, würde ich sagen. Und dann ist für mich der zweite Erklärungsansatz, den man so wählen könnte, warum die Sklaverei untergehen musste, ist ja eigentlich dann so, okay, da gab es in der Sklaverei gibt es halt eine bestimmte politisch herrschende Klasse, Sklavenhalter, sag ich jetzt mal, vielleicht vereinfacht. Und die ist gegen eine andere politisch herrschende Klasse angetreten. Oder sie sind irgendwie in Konflikt geraten. Ne? Und da wäre jetzt meine Nachfrage, was waren denn sozusagen die sozialen Triebkräfte von der Nordseite, also von den Nordstaaten? Was war denn da die herrschende Klasse? Was hatte die für ein Interesse jetzt, diese Südstaaten platt zu machen? Und ich glaube eigentlich, das ist also für mich jetzt, glaube ich, eher ein produktiverer Ansatz, als zu sagen, das sind die Ideen der bürgerlichen Gesellschaft oder so, die irgendwie von Rousseau oder so herkommen. Also die haben vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist nicht die Hauptrolle gewesen in diesem Klassenkonflikt. Also zu diesem ersten Punkt, also das ist nicht einfach so, dass es so bewusst entstanden ist, sondern eigentlich ist der amerikanische Bürgerkrieg genau dieser Ausdruck dieser Krise von Liberalismus. Also
die bürgerliche Gesellschaft will quasi, also diese Dinge steht sie will sich quasi so fortsetzen. Und Kapitalismus interveniert da halt irgendwie so ein bisschen. Und das ist das super Paradoxe an dieser Situation, dass die Industrialisierung gleichzeitig Sklaverei auch irgendwie so abschafft, aber gleichzeitig auch irgendwie dazu zwingt, dass die Südstaaten weiter an Sklaverei hängen müssen. Also dieser Cotton Gin, also diese Entkörnungsmaschine, hat einfach quasi einen extremen Absatz geschaffen für die Baumwolle der Südstaaten. Und deshalb mussten quasi noch mehr Arbeitskräfte und Produktivkräfte eingesetzt werden, um diesen Bedarf halt zu decken, den die englische Industrie halt gefordert hat. Deshalb ist es ja auch irgendwie so ein bisschen nicht einfach zu sagen, okay, die Industrialisierung schafft es sofort ab, sondern paradoxerweise schafft es auch gleichzeitig, die auch zu festigen. Also deshalb kann man das nicht einfach so runterbrechen, als wäre das jetzt einfach nur so ökonomisch einfach so von einfach passiert. Weil was super oft passiert ist ja, dass man irgendwie sagt, es gäbe auf einmal so eine Bewusstseinswerdung, dass es so moralisch eingesehen wird, okay, Sklaverei ist nicht gut und dann schafft man das sofort ab, sondern das ist halt irgendwie ein bisschen vielschichtiger. Und zu der zweiten Frage hast du vielleicht irgendwie... Eine Frage war ja auch, was jetzt die... Also einmal würde ich sagen, der Bürgerkrieg war nicht, wie werden die Nordstaaten die Südstaaten los, sondern die amerikanische Idee ist auf den Füßen von Freiheit, Gleichheit und dem Streben nach Glück gegründet worden. Und die Südstaaten begehen einen Angriff auf diese Idee, indem sie klipp und klar sagen, wir wissen vom Standpunkt der Geschichte heute, dass die Gründungsväter falsch lagen. Also die Südstaaten wollen eine Verfassungsänderung durchführen, die sozusagen eine Korrektur des eigentlichen amerikanischen Projektes sozusagen oder des bürgerlichen Projektes ist, indem sie festlegen oder so als Korrektiv die Wahrheit deklarieren, es gibt, so der Schwarze ist kein Freier. So. Es gibt Unterschiede zwischen den Rassen und deshalb brauchen wir die Sklaverei. Das heißt, die Südstaaten sind, wir gucken den Film Lincoln manchmal in unseren Filmscreenings und es gibt diese eine Szene, wo Ulysses Grant mit den Confederate Statesmen so an einem Tisch sitzen und es ist so scheinbarer Verhandlungstisch und die wollen ihre Forderungen bringen und er sagt so, nee, wir verhandeln nicht, ihr seid die Terroristen, die unsere Union angegriffen haben, ihr gliedert euch wieder ein zu unseren Konditionen, ihr habt gar keine Verhandlungsbasis. Und ich denke, das ist der Spirit, mit dem man diesen Bürgerkrieg sehen muss, es ist der Angriff der Südstaaten, so, der sich gegen diese Idee stellt. Das ist das Erste. Das andere ist, spannenderweise gibt es in dieser, und Mo hat es kurz angerissen, so Jackson als ein politisches Phänomen. Ich glaube, was du versuchst aufzumachen, ist so diese politische Idee von so Freund, Feind und das wäre das Politische und da wird es ausgehandelt. Das Spannende ist, dass in der Präsidentschaft von Jackson versucht wird, all diese Unterschiede erstmals politisch versucht wird, all diese unterschiedlichen Interessen, die in der Union zusammenkommen, zu befrieden und zu managen. Die Gründung der Demokratischen Partei, die heute noch existiert, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle möglichen unterschiedlichen, also die Südstaaten, die Sklavenhalter, die Nordstaaten, mit ihrem Interesse, den Osten und den Westen zu vereinen, in einer Partei, die sich um die Belange all dieser unterschiedlichen Interessen kümmert. Das war nicht die Idee von Politik zu dem Zeitpunkt der amerikanischen Revolution. Das heißt, dass Politik überhaupt diese Form annehmen muss, ist schon ein Zeichen für eine soziale Krise. Dass es den Manager braucht, ist gewissermaßen eine Notwendigkeit, aber eine neue Notwendigkeit. Das heißt, dass es so etwas wie Lincoln braucht, der dann sich hinstellt und den Civil War, den Bürgerkrieg dann zu einer Verfassungsänderung mitbewegt, ist ein Zeichen, dass sich Gesellschaft nicht mehr selbst regulieren kann. Das heißt aber nicht, dass Gesellschaft oder dass das Bewusstsein nicht trotzdem noch eins von Gleichheit und so weiter ist. Aber unbewussterweise unterminiert sich diese Gesellschaft im Streben nach Freiheit und produziert gleichzeitig Unfreiheit. So abstrakt das jetzt klingt, das ist die Art und Weise, wie diese Gesellschaft für Marx mit der industriellen Revolution in Krise gerät. Und damit eben auch bestimmte
scheinbare Naturnotwendigkeiten in Geschichte plötzlich nicht mehr wahr sind, sich nicht durchsetzen, dass die Sklaverei abgeschafft wird, ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. So, sonst hätte es den Bürgerkrieg nicht geben müssen. Sondern irgendwas hat sich verändert. Und für Marx ist es die industrielle Revolution, die dann den Sklaven und im Sklaven selbst ist auch dieses neue soziale Verhältnis so als so, ja, der Sklave selbst verkörpert Kapital mit enthalten. Aber das bedarf überhaupt erst eines neuen Horizontes, der über den von Lincoln selbst hinausgeht. So Lincoln oder der Liberalismus hatte eine Aufgabe, so seine letzte historische Aufgabe war die Abschaffung der Institution der Sklaverei. Das hat er gemacht. Und damit muss das Buch ja, geschlossen werden, weil jetzt für Marx so eine neue Ära beginnt, sich ein neuer politischer Horizont durchsetzen muss. Ich weiß nicht, ob das so ungefähr das getroffen hat, was deine Kritik war, die Ausführung. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich würde schon nochmal darauf eingehen, was du sagst. Letztendlich hast du diesen Konflikt als eine Austragung eines Machtkampfes zwischen, was gerne auch als Rackets bezeichnet wird, so in marxistischen Kreisen. Also es war Horkheimer und nicht Adorno, der gesagt hat, die Geschichte erscheint als eine Geschichte der Rackets. Also daran hat mich das erinnert, was du gesagt hast. Das ist eben die Argumentation von dir, die geht so eher so aus diesem Widerspruch zwischen dem bürgerlichen Ideal von Freiheit und eben dieser Unterminierung durch die Sklaverei, durch die Industrialisierung und so. Am Ende hat er dann doch die bürgerliche Revolution dann noch gewonnen. Gleichzeitig aber attestiert ja Marx doch die Niederlage dieser bürgerlichen Revolution. Genau, es ist genau beides. Es ist irgendwie ein Erfolg und es ist gleichzeitig die Niederlage. Aber die Niederlage ist für Lincoln zum Beispiel so nicht sichtbar in dem Sinne. Also es liegt außerhalb des Horizontes des Liberalismus. So der Liberalismus, so Ismus ist immer ein bezeichnet auch immer so eine Fetischisierung. An etwas festzuhalten, woran man eigentlich nicht mehr festhalten kann, etwas so, ja. Und so dieser Liberalismus ist selbst krisenhaft. Die bürgerliche Gesellschaft ist selbst krisenhaft. Sie kann nicht mehr auf den Bedingungen, mit denen sie gestartet ist, verwirklicht werden, für Marx. Und deswegen würde ich aber nicht beiseite schieben, was du gesagt hast. Ich denke, für mich ergibt es Sinn, was du sagst. Am Ende gibt es doch die Machtinteressen, wahrscheinlich der industriellen Bourgeoisie, der Nordstaaten, die konkurrieren mit den Südstaaten, die Sklavenhalter tatsächlich noch sind, die Einsklavenhalter gegen die anderen letztendlich. Und ich glaube, dass das eine das andere aber auch nicht ausschließt. Ich meine, im Endeffekt haben beide für sich selbst gedacht, dass sie Freiheit also erkämpfen. Also der Unterschied ist, dass der Süden halt eher von seiner alltagstümlichen Freiheit gesprochen hat. Also ich bin frei, weil ich muss nicht arbeiten, Leute arbeiten für mich und da kommt mein Wohlstand her. Und im Norden hat man versucht, halt diese bürgerliche Freiheit, diese Grundprinzipien irgendwie so zu erreichen. Aber deshalb hat der Süden halt gedacht, dass das irgendwie nur Verfassungsprobleme sind, die man irgendwie anders auslegen muss. Also sie haben trotzdem irgendwie, das hat irgendwie so anders verstanden. Die Südstaaten haben gesagt, wir wollen euer Arbeitsproblem nicht haben. Guckt ihr Europa an. Ja, Das Elend wollen wir hier nicht. Also, wir lösen unseren Kram mit Sklaverei. Gerade wenn man überlegt, also sich irgendwie in diese Situation hineinzuversetzen, dass man hat so ganz viele freie Personen und auf einmal entsteht so Kapitalismus, der so eine extreme Armut und Verelendung mit sich bringt. Also die Leute, man sieht, an den Südstaaten wird so beobachtet, wie im Norden, also im industriellen Norden, die Leute einfach dauerhaft in Fabriken gezerrt werden, Kinder müssen anfangen zu arbeiten und Frauen müssen anfangen zu arbeiten. Und die arbeiten extrem Überstunden und kriegen so kaum irgendwie einen Hungerslohn dafür. Und dann beobachtet das halt der Süden und natürlich haben die Angst vor dieser Entwicklung. Also die entgegen dem halt antikapitalistisch, aber halt reaktionär so. Und gleichzeitig sagen sie, also wirklich, es ist in dieser Cornerstone-Speech, die könnt ihr nachlesen, von diesem Stevenson, oder wie heißt der Stevenson? Stevens. Der sagt,
wir wissen, dass die Gründungsväter falsch liegen. Das ist nicht mehr unser Projekt. Wir können das nicht mehr für wahr empfinden. Also White, so real White Supremacy wusste ziemlich genau, dass das Projekt der Gründungsväter ein anderes war. Und deshalb waren die Südstaaten ein Angriff auf diese Idee. Ich glaube, wir haben da einfach einen Dissens. Ich glaube, ich würde halt die Geschichte nicht so als Geschichte der großen Männer auffassen und der großen Ideen, sondern eher der sozialen Triebkräfte. Also, und das ist die Geschichte, die ich versucht habe zu erzählen. Mhm. Ja, also in meinen Ohren nicht ganz, sage ich mal, aber ist vielleicht auch egal. Ich wollte vielleicht noch eine andere Frage stellen, wenn ich noch jemand anderes. Also so ein bisschen zum Fortleben der Sklaverei. Er hat ja schon so auch angedeutet, dass Marx sich halt sehr ambivalent sieht und teilweise dann auch in der bürgerlichen Gesellschaft von Lohnsklaverei spricht. Ne? Was ja ein ziemlich paradoxer Ausdruck ist, wenn man sagt, die Sklaverei muss erstmal weg, damit das Lohnsystem dann Platz greift und dann auf einmal von Lohnsklaverei spricht. Mich würde interessieren, wie stark er sozusagen davon ausgeht, dass die Sklaverei wegfällt mit der bürgerlichen Gesellschaft. Und auch schon, also so ein bisschen vielleicht eine Interpretation, eine marxistische Interpretation von so der Gegenwart, würde mich das interessieren, weil, also ich glaube, Marx, müsste man nochmal nachgucken, aber spricht auch von Sklaverei des Mannes, also der Frau gegenüber dem Mann, ne? Und spricht, glaube ich, auch, also wenn man sich so ein bisschen die Gegenwart vielleicht auch so bestimmte aktuelle Entwicklungen anguckt, ich denke so zum Beispiel an China oder so, wo halt bestimmte bürgerliche Rechte halt einfach nicht existieren, wie zum Beispiel Pressefreiheit oder so, und ich weiß auch nicht, wie weit es daher ist mit so dem Recht, den Arbeitsplatz zu wechseln oder so weiter, könnte man ja vielleicht auch die These vertreten, dass es da halt neue Formen der Sklaverei wieder aufkommen, obwohl es Kapitalismus gibt. Also genau, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Mich interessiert einfach, wie stark sozusagen Marx davon ausgeht, dass Kapitalismus voraussetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Sehr gute Frage. Also, wie sehr geht Marx davon aus, dass die Sklaverei abgeschafft wird? Ich denke, mit den zunehmenden und sich zuspitzenden Entwicklungen, und es gibt diese sozialen, so zivilgesellschaftlichen Bewegungen, so Abolitionistenbewegungen, wie heißen die, Railway Underground und so, die wirklich auch so dahergehen und Sklaven befreien, die verstecken und so. Es gibt ein riesengroßes zivilgesellschaftliches Engagement, das auch darauf abzielt, Sklaverei in Amerika zunehmend zu verbieten. Ich muss zurückgehen, ein Stückchen weiter zurück zu Adam Smith, der schon feststellt, dass so die Sklaverei in den Kolonien, je nachdem wann sie kolonisiert wurden, und eher so feudale Ausrichtungen und Institutionen haben oder eher bürgerliche, freiheitlichere, dass eigentlich die Sklaven in den eher bürgerlichen schlechter behandelt werden und eigentlich auch, ich sag mal, es schwieriger ist für die Imperien, dort die Sklaverei zu verbieten. Warum? Weil die Sklaven Eigentum sind und das Eigentum als ein sehr fortschrittliches Mittel sozusagen angesehen wurde. Also als freiheitliches Mittel auch so. Eigentum ist Arbeit, schreibt Locke. Gleichzeitig in den feudalen Kolonien ist es viel einfacher, weil es einfach von oben nach unten diktiert werden kann. Inwiefern sich das jetzt als Naturgesetz durchsetzt, in dem Moment, wo diese Gesellschaft für Marx sich zunehmend so in diese sozialen Widersprüche begibt, ist, denke ich, auch nicht als geradlinig zu betrachten. Aber trotzdem versucht Marx so ganz im Sinne von Hegel so Geschichte vernünftig zu betrachten und sieht eigentlich,
In dem Moment, wo die Emancipation Proclamation verkündet wird und dass so die Schwarzen zunehmend ins Militär integriert werden, um sich selbst zu befreien und ihren eigenen Befreiungskampf zu führen, da ist der Punkt, wo Marx relativ optimistisch wird, dass die Sklaverei wirklich abgeschafft wird. Davor ist eine Riesendepression, weil, und das ist genau der Punkt, den du auch machst, so inwiefern können wir denn sagen, so dass autoritäre Staaten heute nicht so alte feudale Systeme irgendwie wieder verkörpern, indem so Pressefreiheit und so weiter gar nicht richtig realisiert wird, indem wir das gar nicht zulassen können, dass Leute alles sagen können, was sie denken. Und das spiegelt sich gleichzeitig im freien Europa, in England und vor allem auch in Frankreich ab. Wir haben Louis Bonaparte und wir haben Palmerston, die zunehmend auch die Presse und auch die Berichterstattung über diesen Krieg verfälschen, das irgendwie so abtun, als wäre das alles nichts, man müsste sich das gar nicht angucken, ist nur so ein Zollkrieg zwischen den so Süden und Norden und die müssen das mal unter sich klären. Sogar, und das ist der britische Außenminister, der sagt, wenn wir auf der Seite der Confederacy zur Sicherung unserer eigenen Produktion, wenn wir dort in diesen Krieg eingreifen müssen, dann brennt die Welt. Und das ist so für Marx so eigentlich die Bekundung der globalen Konterrevolution so auf Seiten der Sklavenhalter. Das heißt, für Marx ist die Welt, in der er lebt, bereits voller autoritärer Staaten und die Union steht eigentlich allein für sich. So, die Union ist die einsame Insel, die versucht, diese Freiheit irgendwie, so die Institution der Sklaverei abzuschaffen. Mit der Hilfe, und das ist das, was ihm so Mut macht, mit der Hilfe der Arbeiter, die sich solidarisieren mit den Nordstaaten, mit der Union. Fernab jeglicher falscher Berichterstattung und auch so Kleinhaltung dieses Konflikts. Heute würde ich sagen, ich meine, was der Marxismus heute bedeutet, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Also wir setzen da ein großes Fragezeichen dahinter, weil es völlig unklar ist, was ein Marxismus in der Gegenwart bedeuten würde. Was sich aber feststellen lässt, wenn man daran festhält, an der Idee, ist, dass der bonapartistische, also autoritäre Staat gezwungen ist, notwendig gezwungen ist, um Gesellschaft ordentlich zu managen, all diese Freiheiten zu beschneiden, die in der Bill of Rights steht. Und nicht nur in der Bill of Rights, sondern auch so von dieser Idee, so dass der Staat so der Gesellschaft untergeordnet ist, ist er nicht, so mit Lincoln schon nicht mehr. Und in Ansätzen auch schon vorher mit der Jackson-Präsidentschaft. Aber nicht, weil das, und deswegen, ich erzähle nicht die Geschichte von den großen Männern, sondern das alles sind nur Symptome einer viel größeren gesellschaftlichen Krise. Also auch Lincoln ist quasi, hat so ein demokratisches Backup. Es gibt in dem Film auch eine Szene, wo er sagt, er wusste nicht, ob das richtig ist, was er macht. Er hat halt in seiner ersten Präsidentschaft hat er angekündigt, wir müssen die Sklaven emanzipieren. Und er wusste nicht, ob das richtig ist. Aber er wurde wiedergewählt. Und das war für ihn so das Zeichen, okay, vielleicht lag ich gar nicht so falsch. So, um zu zeigen, dass all diese so vermeintlich großen Männer, auch Jackson und so weiter, ein Ausdruck einer sozialen Basis sind, so selbstwidersprüchlich das auch sein mag. Und so ist eben auch das heutige China und so weiter. Die autoritären Staaten in kapitalistischen Ländern sind notwendigerweise gezwungen, ihre Exekutive auszubauen. Das ist das, was Marx 1848 in den Revolutionen sieht, wie sich eigentlich so ein Bürgerkrieg und so das Unbehagen sich zuspitzt zu einer Revolte und eigentlich zu kriegsähnlichen Verhältnissen, die von oben nach unten gemanagt werden müssen. Und insofern hat es eine gewisse Notwendigkeit, aber für Marx ist das eben auch gleichzeitig, darin steckt schon die Aufgabe, nämlich das Proletariat soll die Vorhut der demokratischen Revolution sein. Das bedeutet eben auch, die Staatsmacht zu ergreifen und den Staat auf seiner eigenen Grundlage bewusst zu überwinden. Das ist das Projekt des Marxismus gewesen. Was wir heute sehen, ist, dass wir eigentlich diesem autoritären Staat relativ machtlos ausgesetzt sind, würde ich sagen.
Aber ich würde sagen, es ist eben eine neue Qualität. Es ist, warum würde ich sagen, ist es nicht einfach nur eine Rückkehr zum Feudalismus? Jedenfalls nicht aus marxistischer Perspektive. So, das heißt nicht, also ich meine, wenn wir ein Fragezeichen hinter den Marxismus setzen müssen, müssen wir auch irgendwie zugeben, dass vielleicht am Neofeudalismus, an der These, so Varoufakis Neofeudalismus, könnte ja vielleicht was dran sein. Aber warum war das für Marxisten nicht so? Weil die Aufgabe sich verändert hat. Wir können nicht einfach unsere Freiheiten in der Despotie selbst ausbreiten, sozial, sondern wir müssen, die historische Aufgabe hat sich für Marx verändert. Und das eben in der Losung der Diktatur des Proletariats ausgedrückt mit Marx. Das ist die historische Aufgabe für ihn gewesen. Was ich vielleicht auch noch sagen würde, weniger konkret zu deiner Frage, zu dieser, was du vorhin meintest, dass wir so die Geschichte großer Männer anschauen würden. Es ist eben genau nicht das, was wir uns vermitteln wollten, sondern im Gegenteil, dass dieses historische Bewusstsein den Personen, die wir gelesen haben und die wir aufgegriffen haben, zu betonen, dass sie ja quasi beobachtet haben, dass es eben die sozialen Kräfte sind in der Zeit, dass dieses Potenzial in ihrer Zeit da war. Also vielleicht dann wie nochmal konkret auf Marx und diese Situation von den englischen Arbeitern. Diese Baumwollindustrie, da sagt er auch, dass die Baumwolle ist in England genau, was die Kartoffel für die Iren ist. Also als Verweis an diese Potato Famine, wo halt so super viele Iren halt verstorben sind. Die ganze Wirtschaft der Engländer hat halt an dieser Baumwolle gehangen. Und die ganzen Arbeiter haben so ihre Existenzen sind bedroht und sie wissen nicht genau, wie sie weiterkommen sollen, aber trotzdem harren sie quasi aus mit Solidarität mit der Sklavereibewegung. Und in dem Sinne sieht Marx halt dieses ganze Potenzial, dass die Arbeiter sich organisieren und dass in dem halt so eine krasse Solidarität rauskommt. Und er beobachtet das halt genau, okay, in diesem historischen Moment ist ein Potenzial entstanden. Und das könnte auf was Höheres verweisen, so. Auf eine Bewegung, die entsteht. Und er ist ja nicht selber so, dass er dorthin kommt und das irgendwie so also reingeht und irgendwie so Ideen verteilt und dort streut und sowas. Sondern er ist halt genau dieser Beobachter, der das halt wahrnimmt und dem einen Ausdruck verleiht. Also irgendwie genau andersrum eher. Wir zeigen nicht die Ideen der Großmänner, sondern die Ideen der Sozialbewegung, wo halt quasi diese Personen dann einfach so Teil davon sind. Gewissermaßen hat sich auch die Philosophie mit bürgerlicher Gesellschaft verändert. So, es ist nicht der so weise Philosoph, der irgendwie die Form zu leben und Moral und Sitte theoretisch formuliert, sondern es ist eher die, wie ich betont oder versucht habe zu betonen, die Selbstbewusstwerdung. Also die Philosophie hat sozusagen einen praktischen Ansatz bekommen, die gesellschaftlichen Veränderungen einfach denen ein Bewusstsein zu geben. Den Menschen bewusst zu machen, wofür sie eigentlich kämpfen, in welche Richtung sie sich eigentlich bewegen. Und das nicht nur so eine Generation anschauend oder zwei, drei, sondern wir reden hier von Jahrhunderten, die sich ereignet haben. Für diese Leute. Ja. Wenn wir jetzt aktuelle Kriege uns angucken, jetzt die Ukraine, wahlweise, was würdest du sagen, für welche historischen Bewegungen, welche Entwicklungen kämpfen die Menschen, zum Beispiel die Ukrainer? Tja, also ich meine, die Frage ist, ob wir vielleicht doch wieder in diesem Stadium von Hobbes angekommen sind, in der es so scheint, als dass die Gesellschaft so der Krieg aller gegen alle geworden ist, oder so die einzelnen Interessenskonflikte, die sich halt in Kriegen entladen. So Kriege sind irgendwie der Ausbruch von einem gescheiterten von einer gescheiterten Verhandlung. Und eigentlich sollten nach bürgerlichem Anspruch Kriege gar nicht mehr stattfinden, weil es einfach nicht lukrativ ist. So egal, also es ist eigentlich ist Krieg in keinem Interesse von irgendwem. Und ich denke, das zeigt eigentlich nur, wie diese bürgerliche Gesellschaft sich selbst unterminiert. Und ich glaube, dass vieles, was heutzutage stattfindet, einfach unglaubliches Elend ist, das vielleicht auch irrational und rational zugleich ist. Aber man kann nicht sagen, dass es
dass die Leute heute ein politisches Bewusstsein haben, für irgendwas Bestimmtes zu kämpfen, außer das, was uns der Staat und die jeweiligen Regierungsformen und Chefs dort zur Verfügung stellen. Und das ist irgendwie das, so die Auswahl zwischen Pest und Cholera irgendwie. Also ich denke, was man auch gerade in so Krisen, so Krise des Neoliberalismus sehen kann, ist, dass es einen zunehmenden Aufbruch des so demokratischen Konsens gibt es, ergibt. Es gibt immer mehr Leute, die apolitisch werden und so weiter. Aber es bleibt nach wie vor so für uns auch völlig unklar, was all diese Geschichte heute zu bedeuten hat. Also wie sich das alles überhaupt, wie es eine Analyse für die heutige Zeit geben kann. Ob wir überhaupt noch vom Kapitalismus sprechen können, wenn es niemanden gibt, der das als ein Potenzial begreift. Was soll das bedeuten? So, es ist eigentlich sogar eigentlich ist das, was wir hier sagen, relativ kontrovers, weil die Leute gerade auch auf der Linken gar keinen Unterschied mehr machen zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Kapitalismus. Na, also das ist schon hochgradig in Vergessenheit geraten. Aber ich denke, es ist nach wie vor trotzdem, der bürgerliche Kosmos ist so nach wie vor der Kosmos, in dem wir leben, so selbstwidersprüchlich und gewalttätig er sich auch in der Jetztzeit ausdrücken mag. Dennoch, ja, also unser Projekt versucht, da ein großes Fragezeichen hinterzusetzen. Weil natürlich, also so 1848 geht Recht gegen Recht auf die Straße, das Recht auf Arbeit gegen das Recht auf Eigentum, und beide sind irgendwie gewissermaßen Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft und Emanzipation gewesen. Auf welche Seite will man sich stellen? Sondern das ist halt die Frage. Ja, ich würde, also das ist nur eine kurze Frage und ich gehe auch ein bisschen wieder zurück. Ich habe nur die Verbindung nicht ganz gecheckt. Also Marx sieht diese Solidarität, die internationale Solidarität der Arbeiter in Klasse und denkt sich dann, jetzt habe ich Bock, das Kapital zu schreiben. Irgendwie habe ich das nicht so ganz verstanden, warum man sich denkt, so jetzt muss ich das auf jeden Fall aufschreiben, das jetzt wichtig ist. Also Kausch sagt so, dass genau in diesem Moment, wo die Sklaverei abgeschafft wird, das zum ersten Mal also seit 1848, wo es quasi eine Ruhephase gibt, das erste Mal wieder so Praxis und Theorie so ineinander verlaufen können. Und für Marx entsteht dann so diese Erkenntnis, okay, wir brauchen quasi ein Werk dazu, die Theorie, die es alles erklärt, und er wird dann auch immer wieder so richtig aktiv, tritt ja auch der Internationalen bei und sowas, und dann denkt er, dass es notwendig ist, das hat dem halt so einen Ausdruck zu verleihen, theoretisch. Ich denke auch, ein wichtiger Punkt ist, also erstens, dass Kapital nicht als, so wie es heute gelesen und verstanden wird, als so eine ökonomische Analyse irgendwie zu sehen, sondern es ist ein hochgradig politisches Werk, was eigentlich den so Selbstwiderspruch von Arbeit und die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Selbstwiderspruch. Also er greift all diese bürgerlichen Kategorien auf und hat eine so materialistische Kritik daran. Also vom Standpunkt der Gegenwart aus kann er dort die Inadäquatheit und gleichzeitig auch die Potenz aus all diesen Kategorien selbst herausholen. Und das, denke ich, zeigt eigentlich nur, wie politisch das am Ende eigentlich war. Während es heute irgendwie der Zufluchtsort von Linken ist, wenn es mal wieder apolitisch wird, ist eigentlich ein bisschen ironisch. Darf ich eine Sache noch dazu sagen? Ja. Ich glaube, es war halt auch eine Intervention in das gewerkschaftliche Bewusstsein der Arbeiter, also der ersten Internationale, also so die Kinder irgendwie der Statistenbewegung, die Gewerkschaftsgenossenschaftsbewegung in England und auch in Europa, haben halt so mit Adam Smith und Ricardo versucht, sich ihre eigene Aktivität zu erklären und irgendwie Politik zu machen. Und das Kapital war schon auch einfach für diese Leute geschrieben, also für diese organisierende Arbeiterbewegung, um denen aufzuzeigen, was die Grenzen quasi ihrer eigenen Theorie sind. Ich würde nur ganz kurz nochmal sagen, es gibt hier diese Liste, die ich gleich rumgeben werde. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse drauf schreiben. Dann könnt ihr in unseren Mail-Verteiler und dann könnt ihr
über alle Veranstaltungen von uns informiert bleiben. Ich gebe dem auch hin. Das ist vor allem eine Frage, oder? Ja, aber ich will auch nicht zu viel reden. Also, nee, also falls nicht sonst jemand eine Frage hat und irgendwie denkt, dass sie gestellt werden muss, erstmal. Ja, also ich wollte eigentlich nochmal auf beide Fragen kurz eingehen. Also warum Marx das Kapital geschrieben hat, weil, glaube ich schon, also es war ein sehr langer Prozess, ne? Der hat 20 Jahre in der Bibliothek gesessen. Und man kann so als Startpunkt, glaube ich, so 1848 oder so mehr oder weniger sehen, wo eben bürgerliche Revolution teilweise mit proletarischer Beteiligung ins Rollen kam in Frankreich und in Deutschland und die halt ziemlich krass gescheitert sind. Also in Frankreich mit dem anarchistischen Regime, mit diesem autoritären Regime. Und dann sich eigentlich in der Folgezeit halt nicht mehr viel bewegt hat, praktisch. Und dann war das, glaube ich, also wird das oft so gedeutet, dass Marx halt in dieser Zeit der Windstille, sag ich mal, sich halt auf die Theorie verlegt hat. Und dann kam halt der amerikanische Bürgerkrieg, der das erste Mal wieder so ein Ereignis war in der Weltgeschichte, wo sich halt praktisch sozusagen Machtverhältnisse gedreht haben. Und das hat ihn, glaube ich, dann, also das hat er sozusagen aufgenommen in das Kapital und hat gesagt, das ist ein theoretisches Werk, aber also vorrangig ist ein wissenschaftliches Werk, würde ich halt sagen, aber es hat einen praktischen Fluchtpunkt. Und das sieht man, dass, also dass sich was in der Welt bewegt, sieht man am Bürgerkrieg. Mhm. So würde ich das so aufziehen. Und dann finde ich halt diese die Frage mit der Ukraine, also das finde ich mit Verlaub, aber finde ich die Antwort von dir halt relativ schwach, dann zu sagen, dass es halt ja, so ein Kollaps oder so eine Implosion der bürgerlichen Gesellschaft ist, die dann irgendwie wieder in den Naturzustand kippt und wo alle gegen alle antreten. Nein, würde ich sagen, ist keine materialistische Analyse. Ich würde sagen, es geht da ganz konkret um ja, Klasseninteressen. Also man kann sehr wohl sagen, dass halt Leute Profit daraus ziehen aus dem Krieg, also allen voran die russische Rüstungsindustrie natürlich und mittlerweile auch die deutsche Rüstungsindustrie und so weiter. Also es gibt Profiteure, es gibt Klassenelemente, die Interesse daran haben, Krieg zu führen. Und es gibt natürlich auch politische Klassen, die Interesse haben, die Ukraine zu schwächen. Ich würde das eher so aufziehen und denke, damit kommt man irgendwie weit als von der Implosion der bürgerlichen Gesellschaft zu reden. Ich glaube, was du da bringst, ist eigentlich ein anderes Wording. Also du sprichst von Klassen, aber eigentlich ist ja das Klasseninteresse das Interesse der gesamten bürgerlichen Klasse gegenüber dem Proletariat. Und die gesamte bürgerliche Klasse hat erstmal kein Interesse an, also an Krieg, außer natürlich, es befindet sich schon irgendwie ein Konflikt zwischen dem Bürgertum und dem Proletariat. Das sieht man ja in der Ukraine nicht aktuell. Und man sieht es eigentlich auch auf der Welt schon seit 100 Jahren nicht mehr. Das ist zumindest immer der Platypus-Tag. Aber was du sagst, ist ja, da sind Interessengruppen, die gegeneinander kämpfen innerhalb, also die vielleicht auch als Klassen dann bezeichnen, das sind dann so irgendwelche. Wieder sind wir wieder bei den Rackets, irgendwelche Räuberbanden, die sehr viel Macht haben, irgendwelche Putin-Hinterleute und so weiter. Und vielleicht auch irgendwelche Industriellen in den USA, die jetzt irgendwie das beste Geschäft ihres Lebens gerade machen und auch einige in Deutschland. Das sind diese Rackets. Und ich glaube, das ist das, was ich dann interpretieren würde, was du sagst, wir sind wieder bei Hobbes. Es ist nicht der Krieg jeder gegen jeden als jeder Mensch gegen jeden Menschen, sondern diese Menschen tun sich erstmal zusammen als Interessengruppen, um gemeinsam stärker zu sein. Das können Familien sein. Diese Familien, wenn sie sehr einflussreich werden, werden dann als Clans bezeichnet und wenn sie dann noch ein bisschen weitergehen, sind das eben so Netzwerke. Und das sind diese Rackets. Deswegen würde ich meinen, nach meiner Auffassung habt ihr schon den gleichen Tag. So. Aber vielleicht sehe ich das dann auch als Dritter wieder. Also ich denke, dass in dem Begriff der Klassen
also nennst, also ich würde halt sagen, nicht nach dem marxistischen Begriff der Klasse. Wir sehen keinen Klassenkampf im Ukraine-Krieg, weil das bräuchte ein bewusstes Element und die Linke ist nicht existent. Aber Klassenkampf wird doch nicht nur zwischen oben und unten geführt, sondern auch Klassenfraktionen können sich doch bekriegen. Also das doch, liegt doch auf der Hand, dass irgendwie gewisse Klassenfraktionen ihr Interesse durchsetzen wollen, größeren Profit erwirtschaften auf, gegen andere nationale Klassenfraktionen, die, weiß nicht, die russischen Oligarchen gegen ukrainischen Oligarchen. Also ist doch klar, dass es irgendwo Klasseninteressen dann widerspiegelt. Das wird natürlich anders geframed, also mit irgendwelchen Traditionserzählungen oder so, das weiß ich nicht, die ukrainische immer russisch war oder so aus Putins Mund halt, aber dahinter stehen noch materielle Interessen. Ich denke. Und noch eins, also ich würde auch nicht sagen, dass es eine Gesamtklasse gibt. Also das ist erstmal eine Abstraktion, kann man in der Theorie so machen, aber real sind es ja immer Einzelpersonen, die halt ein bestimmtes Kapital haben und damit halt mehr Profit erwirtschaften wollen. Und das ist halt genau das Problem auch mit der Arbeiterklasse. Also die, klar, irgendwie lohnabhängig sozusagen sind, also in diesem Verhältnis sind wir eine Klasse, aber erstmal eine Klasse an sich und keine Klasse, die so als bewusster kollektiver Gesamtakteur auftritt und Weltgeschichte schreibt. Und genauso wenig gibt es halt die Kapitalistenklasse, die als bewusster Gesamtakteur die Welt irgendwie zusammenhält oder so. Aber das ist ja dann auch wieder das, was Lisa sagt. Wir haben aktuell keine Klasse, weil es kein Klassenbewusstsein gibt. Dann haben wir auch keinen Kapitalismus, weil es auch keinen Ausblick auf was danach gibt. Also, das, also es ist, es, man muss ja im Vorfeld dann ja definieren, was Klasse ist. Also ich kann mich ja, ich will mich ja auch nicht darum streiten, was ich als Klasse bezeichne. Ich meine, in der DDR haben die Leute im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt, das ist die Klasse der Intellektuellen, der Mediziner, der Handwerkerinnen und so weiter gibt. Ne? Und das ist ja dann auch schon ein anderer Klassenbegriff, als ihn Lenin hatte. Denn ich glaube, Lenin hat sich da sehr in Engels gehalten und die haben beide zwei Klassen gesehen. Das Proletariat und die Bourgeoisie. Um vielleicht dieses Gespräch, wir können das nachher in der Bahn noch weiter fortführen, aber nochmal zurück auf unser Thema zu führen. Was man sicherlich konstatieren kann, ist, dass die Dimension und die Horizonte auch des Bürgerkriegs, des amerikanischen Bürgerkriegs, also wirklich auch eine ganz andere, ich will nur sagen, Krieg ist nicht gleich Krieg und nur so, weil du irgendwie vom amerikanischen Bürgerkrieg jetzt in Kriege auf heute zu sprechen gekommen bist. Ich würde sagen, dass der Horizont selbst im amerikanischen Bürgerkrieg, der auch noch kein bewusstes, in dem Sinne als Klasse für sich bewusstes Proletariat hatte, trotzdem die historische, an diese historische Aufgabe der Verwirklichung der bürgerlichen Revolution mit der Abschaffung der Sklaverei zumindest diese Aufgabe erfüllt hat. Dass es den Krieg geben musste, ist ein Elend und ist so nicht sozusagen, ja, war nicht das Ziel, sondern das ist sozusagen, das ist die soziale Krise, die sich zugespitzt hat. Während heute, wir leben in einem Dauerzustand von, also wir leben in einer riesengroßen sozialen Krise. Ohne bewussten Akteur und Agent ist es einfach nur, ja, können wir uns dem nur ohnmächtig kontemplativ gegenüberstellen. So furchtbar das auch ist, aber wir sind keine bewussten Akteure. Die Linke ist nicht in der Macht, in irgendeiner Art und Weise in diesen Konflikt einzugreifen. Also was zur Hölle ist die materialistische Analyse im Ukraine-Krieg ohne eine Linke? Ich würde sagen, es ist halt Rhetorik. Aber es ist weder Theorie noch in irgendeiner Form Praxis. Aber so viel dazu. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen zum Thema? Zum amerikanischen Bürgerkrieg, der amerikanischen Revolution? Ich
Eine habe ich noch. Ja. Und zwar, ganz am Anfang, Marx schreibt, die Gesellschaft in den USA ist frei von all den Überresten der alten Welt. Adorno schreibt das. Adorno schreibt das sogar noch später, ja. Hm. Also, das Ding ist, was ist denn mit diesen ganzen reaktionären und oft auch antiaufklärerischen religiösen Bestrebungen? Also gerade heute hat man ja immer noch sehr viel, wie soll man sagen, also so schon allein der Kreationismus ist ja für mich irgendwie ein Zeichen von, also ein Überbleibsel der alten Welt. Also was wir konstatieren können, ist, wir leben nicht mehr im Zeitalter des Katholizismus, wie wir ihn in der, so im Mittelalter und so weiter hatten. Das ist auf jeden Fall, also selbst Religion blieb nicht verschont von bürgerlicher Revolution. Das ist einmal wichtig. Das andere ist, also natürlich erfährt die Religion eine zunehmende Bedeutung, gerade auch in Abwesenheit einer Linken, würde ich sagen. Aber inwiefern das, es ist halt ein Symptom, also all das, also auch so der Rückfall in so, ne, der autoritäre Staat ist auch nicht mehr der Staat, der sich, wie sich Adam Smith den vorgestellt hat. So, was würde Smith über die Zeit heute sagen? So, der dreht sich im Grab um, so dauerhaft. Weil das nicht die Vision war und die Tendenzen nicht zu Ende geführt wurden, die er in Geschichte gesehen hat. Die Religion selbst ist trotzdem, also trotz allem, keine Rückkehr der Vergangenheit, sie bleibt Privatsache. Das heißt nicht, dass es in gesellschaftlichen Krisen, Adorno schreibt das auch an einer Stelle, so selbst Amerika ist nicht davor gefeit, dass es diesen Kipppunkt gibt, wo es irgendwie in den Faschismus übergleiten kann, weil das inhärent irgendwie auch dem System nahe liegt, aber es ist, also dem Kapitalismus, aber es ist gleichzeitig auch so, Amerika hat, so ne, wie er sagt, so die bürgerliche Welt hat dort ein anderes Extrem erreicht. Also es ist für ihn in Europa plausibler, dass das passiert, als in den USA beispielsweise. Was nicht heißt, dass man Freiheit irgendwie, so dort herrscht mehr Freiheit und da herrscht weniger Freiheit, sondern die Freiheit im Gesamten ist in Krise. Und dennoch ist die Tradition, aus der Amerika kommt, mit der späten Kolonisierung, so die feudalen Verhältnisse mussten dort nicht in dem Sinne abgeschafft werden, wie das in Europa der Fall war, mit einer jahrhundertelangen sozialen Revolution. Und das lässt sich, denke ich, konstatieren. Und deshalb ist das, der Bezug auch auf diese Revolution, also es ist wirklich eigentlich eine Schande, dass das der Rechten vorbehalten ist, nach wie vor. Und die Linke damit nichts zu tun haben will. Okay. War das eine Antwort, eine adäquate Antwort auf die Frage? Ja. Okay. Cool, dann danke fürs Dasein auf jeden Fall. Wir würden jetzt gleich noch in Leos Brasserie gehen, also das ist so eine Bar um die Ecke. Also wenn ihr Lust habt mitzukommen, wäre es richtig cool. Da können wir da auch irgendwie noch weiter quatschen. Danke fürs Dasein.